Vorträge in Chile und an den 50 Jahren der Militärputsch in Chile. Bei uns ist heute zu Gast Professor Wagner, der ist bei uns zu Hause, ist ein Kollege von uns. Aus, von, haben Sie da der Lehrstuhl für, ich muss das wieder lesen, weil ich vergessen es immer. Geschichte in Medien und Öffentlichkeit. Genau, und das war sehr gut. Ich fahre mit dem Amt, der er auch gleichzeitig führt. Das ist die Leitung der Gedenkstätte Buchenwald und Mittelbau Dora. Man kann sagen, mit dem Nationalsozialismus kennt sich sehr gut aus. Und was mir sehr sympathisch vorkam, ist auch in Chile gewesen, hat auch in der berühmten Pedagogik studiert. Und auch interessant für uns, weil wir auch im Institut waren, beschlossen haben, in weltoffenes Thüringen zu engagieren. Da sind sie auch dabei, in vorne der Front. Und ja, das Thema, das uns alle ein, warum wir hier sind, ist über die Colonia Dignidad etwas zu erfahren. Also Geschichte, Erinnerung und der schwierige Weg zu einer Gedenkstätte. Da fällen mir spontan so viele Fragen, die wir wahrscheinlich alle von Ihnen wissen wollen. Also einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Warum hat so oder dauert so lange diese Gedenkstätte zu eröffnen? Wo stehen die Widerstände? Auch die Rolle der Bundesrepublik Deutschland oder die Colonia Dignidad? Bei mir erscheint eine Art verlängerte Arm des Bundesnachrichtendienstes, aber vielleicht übertreibe ich in meiner Stellungsweise. Also, ich bin sehr gespannt auf den Vortrag und ich habe noch vor. Ja, vielen Dank für die Einladung. Wenn ich das richtig sehe, hat in dieser Reihe auch schon Evelyn Evia vorgetragen, ne? Genau. Die wahrscheinlich über ihre Doktorarbeit zu dem Hospital etwas erzählt hat oder wozu? Ja, das war Genau. primär über die Arbeit auch zwischen den zwei Gruppierungen, die haben sich kennengelernt. Das haben wir auch Ach, erfahren. okay. Gut, weil, also ich frage deswegen nach, weil ich wissen muss, was wissen Sie eigentlich und was wissen Sie vielleicht noch nicht. Ich habe das Manuskript, das ich hier liegen habe, jetzt so aufgebaut, dass ich zunächst etwas zur Geschichte der Colonia Dignidad erzähle, also ein Kurzabriss gewissermaßen, und dann auf die Schwierigkeit der Auseinandersetzung mit dieser Geschichte eingehe. Inklusive, wie es ja auch im Titel steht, dem sehr, sehr schwierigen Weg und möglicherweise, so viel kann ich schon vorwegnehmen, gescheiterten Weg zu einer Gedenkstätte am historischen Ort. Ja, dass die Colonia Dignidad im Grunde mindestens in Chile und Deutschland, aber möglicherweise weltweit für Folter, Mord und Unterdrückung steht, brauche ich hier wahrscheinlich nicht zu sagen. Und tatsächlich sind die Berichte über die schwersten Menschenrechtsverletzungen in der Ex-Colonia Dignidad nichts Neues, sondern sie sind fast so alt wie die Institution, also die Colonia Dignidad selbst. Schon in den 60er Jahren gab es Berichte in Zeitungen aus Deutschland, Österreich und Chile über Gewalt, Freiheitsberaubung, Zwangsarbeit und auch sexuellen Missbrauch, sexuelle Gewalt gegenüber Kindern in der Colonia Dignidad. Und auch das chilenische Parlament hat sich Mitte der 60er Jahre mit dem Fall beschäftigt, allerdings ergebnislos. Dann wurde es eine Zeit lang ruhig und ab 1977 nahm die öffentliche Debatte, insbesondere in Deutschland, um die Colonia Dignidad neue Fahrt auf, weil in diesem Jahr nämlich der Stern und auch Amnesty International Berichte nicht nur über die Verbrechen gegenüber den deutschen Bewohnern brachten. Das war in den 60er Jahren vor allem der Inhalt der Berichterstattung gewesen, sondern nun auch berichteten darüber, dass der Pinochet-Geheimdienst Diener in der Colonia Dignidad chilenische Regimegegnerinnen gefolterte und ermordete. Das ist der Bericht von Amnesty International von 1977, der übrigens zu einem der längsten, wenn nicht sogar dem längsten Zivilprozess in Deutschland führte, vor einem deutschen Gericht, weil die Colonia Dignidad, beziehungsweise ihr deutscher Ableger, die
private soziale Mission Amnesty wegen Verleumdung verklagt hat. Und dieser Prozess zog sich bis in die 90er Jahre hin, also über etwa 20 Jahre. Bekanntermaßen endete 1990 zumindest formal die Pinochet-Diktatur. Und dann gab es auch vorher schon, aber dann vor allen Dingen ab 1990 auch Berichte in den chilenischen Medien. Und seit den 2000er Jahren sind auch etliche autobiografische Berichte von Akteuren und Betroffenen erschienen. Zum Beispiel die Bücher von Efraín Fedda, der als chilenisches Kind von der Colonia zwangsadoptiert worden war, oder auch von Klaus Schnellenkamp, der zur Führungsriege um Sektenchef Paul Schäfer gehört hatte und 2017, glaube ich, verstorben ist. Das heißt, es kann niemand behaupten, dass die Geschichte der Colonia Dignidad und der dort begangenen Verbrechen ein Geheimnis gewesen sei. Und umso erstaunlicher ist es, dass die Regierungen in Deutschland und auch in Chile auch nach dem Ende der chilenischen Diktatur so lange offenbar mindestens ein Auge zugedrückt haben und allenfalls halbherzig eingegriffen haben gegenüber den weiterhin dort stattfindenden Verbrechen. Einen Wandel gab es eigentlich, was die öffentliche Wahrnehmung anbelangt, erst ab 2016, zumindest in Deutschland. Und dafür ist ganz maßgeblich die öffentliche Präsentation des Streifens Colonia Dignidad von Florian Gallenberger. Dieser Film ist 2016 im Auswärtigen Amt in Berlin aufgeführt worden, im Beisein von Außenminister Steinmeier. Und anlässlich dieser Aufführung hat Steinmeier öffentlich eine Mitverantwortung des Auswärtigen Amtes bekannt und sich dafür eingesetzt, dass die Geschichte der Colonia Dignidad und der Mittäterschaft, so muss man es sagen, des Auswärtigen Amtes erforscht wird. Ganz kurz zur Geschichte selbst der Colonia Dignidad. Sie geht bekanntlich auf eine freikirchliche Sekte zurück, die von zwei Leuten gegründet wurde. Einerseits vom evangelischen Jugendpfleger Paul Schäfer, geboren 1921, und von einem Baptistenprediger, Hugo Bahr, der allerdings aus seiner Baptistengemeinde ausgeschlossen worden war. Gegründet Anfang, Mitte der 50er Jahre. Und diese Sekte rekrutierte sich aus insgesamt etwa 60 Familien, die unter anderem aus zwei freikirchlichen Gemeinden in Gronau und aus Österreich stammten und die zu der Sekte von Schäfer und Bahr, die übrigens keinen Namen hatte, zunächst übergetreten waren. Die beiden Prediger, also Bahr und Schäfer, propagierten vor allem die Missionsarbeit gegenüber Kindern und Jugendlichen und gründeten die sogenannte private soziale Mission, die ab 1956 in Heide bei Siegburg, das ist in der Nähe von Bonn, ein Kinderheim betrieb. In diesem Kinderheim lebten vorwiegend die Kinder von Sektenmitgliedern. Das ging ein paar Jahre lang gut, bis Anfang 1961 die Staatsanwaltschaft Bonn ein Ermittlungsverfahren gegen Paul Schäfer einleitete, dem vorgeworfen wurde, zwei der in diesem Heim untergebrachten Jungen sexuell missbraucht zu haben. Daraufhin setzte sich Schäfer ins Ausland ab, war zuerst in Israel, dann in Ägypten, und schließlich organisierte er die Übersiedlung der Sekte nach Chile. Mit Blick auf die Kinder aus dem Heim, die auch nach Chile gebracht wurden, handelte es sich de facto um eine Massenentführung, die seitens Schäfers vor allen Dingen mit dem Ziel erfolgte, weiterhin Zugriff auf die Jungen zu haben, um ihnen sexuelle Gewalt anzutun. Das ist eine frühe Aufnahme aus der Colonia Dignidad in Chile bereits. Den Eltern dieser Kinder sagte er, dass er mit den Kindern auf eine Chorreise ins Ausland fahren würde. Deswegen wurden die Pässe eingesammelt, die Kinderpässe. Und mit denen konnte die Gruppe dann nach Chile ausreisen. Viele der in Deutschland verbliebenen Eltern haben ihre Kinder nie wiedergesehen. In einigen Fällen allerdings sind die Eltern oder zumindest die Mütter auch mitgereist. Es gibt auch Berichte von einigen Vätern, die mit nach Hamburg gereist sind, um dann aufs Schiff zu steigen
Und denen kurz vor Besteigen des Schiffes von Schäfer gesagt wurde, ihr könnt jetzt doch nicht mit, weil wir keinen Platz für euch haben. Und die Väter mussten dann hier bleiben. Anfangs waren es etwa 150 Personen, die nach Chile übergesiedelt sind, 1961. Und in den nachfolgenden 2 bis 3 Jahren erhöhte sich dann die Zahl durch Nachzüge auf etwa 350 Personen, die nach Chile übergesiedelt sind. Das Kinderheim in Siegburg selbst wurde an die Bundeswehr verkauft für eine knappe Million D-Mark. Und das war zusammen mit dem von Schäfer und Bahr für die Sekte erpressten Privatvermögen der Sektenmitglieder, die ihr Geld hatten abgeben müssen, und inklusive der Rentenzahlungen von Mitgliedern, die auf Schäfers Konto flossen, gewissermaßen das Startkapital für den Aufbau der Colonia Dignidad in Chile. Nun kann man sich fragen, warum eigentlich Chile? Der Kontakt war über Arturo Maschke entstanden, damals deutscher chilenischer Botschafter in Bonn, der wie viele andere Politiker und Diplomaten zu Gast in der privaten sozialen Mission in Siegburg gewesen war. Da gaben sich Politiker aus Bonn die Klinke in die Hand. Und Maschke, man hört es schon am Namen, hatte deutsche Vorfahren, er war Deutsch-Chilene. Das ja, gab allein schon einen sprachlichen Vorteil in der Kommunikation mit Schäfer und seinen Leuten, die kein Wort Spanisch konnten am Anfang. Und Maschke, wie gesagt, hatte deutsche Vorfahren, wie es der Sekte überhaupt zugute kam, dass Deutsch-Chilenen in der Politik, in der Wirtschaft und im Militär in Chile eine gewichtige Position hatten und haben, wie Sie alle wissen. Maschke vermittelte die nötigen Kontakte in Chile, den Kauf eines heruntergekommenen Landgutes, eines Fundos, am Fuße der Anden, etwa bei Parral, östlich von Parral, etwa 400 Kilometer südlich von Santiago, ermöglichten. Dort ließen sich die Siedler nieder und errichteten etwas, was sie selber als Mustergut bezeichnet haben, das weitgehend abgeriegelt war und das durch Zukäufe und Erpressungen in den folgenden Jahren fast auf die Größe des Saarlandes anwuchs. Also wirklich ein sehr, sehr großer Grundbesitz. Nach außen hin gab sich die Sekte mildtätig. Sie wissen, dass es 1966 das bislang schwerste Erdbeben weltweit in Chile gegeben hatte, insbesondere in Valdivia, also im Süden, aber auch in der Mitte hat es schwere Schäden gegeben. Und die Sekte gab nun vor, dem Land beim Wiederaufbau zu helfen und der notleidenden ländlichen Bevölkerung Unterstützung zukommen lassen zu wollen. Und dafür wurde im September 1961 die Colonia Dignidad gegründet, die formal Sociedad Benefactora y Educacional Dignidad hieß. Das ist die 1985 eingeweihte Schule mit dem Logo gewissermaßen der Colonia Dignidad. So sieht es jetzt dort nicht mehr aus. Das ist ein Foto, das in den 90er Jahren entstanden ist. Kern der vermeintlichen Wohltätigkeit wurde das Krankenhaus, in dem die deutschen Colonos, wie sie genannt werden, Bauern aus der Umgebung kostenlos behandelten. Das heißt, die Patienten mussten nichts dafür bezahlen. Tatsächlich aber war das ein einträgliches Geschäft für die Colonia Dignidad, denn sie ließ sich die Behandlung der bäuerlichen Bevölkerung vom staatlichen Gesundheitsdienst bezahlen. Ein sehr lohnendes Geschäftsmodell, denn weder die Ärzte noch die Schwestern erhielten für ihre Arbeit Lohn, wie auch sonst niemand in der Kolonie. Es herrschte nämlich Arbeitszwang und das 7 Tage die Woche. Das Krankenhaus brachte nicht nur Geld und wohlwollende Unterstützung aus der regionalen Politik ein, sondern war auch tatsächlich, möglicherweise hat Evelyn darüber schon berichtet, ein wichtiger Pfeiler der totalitären Herrschaft nach innen. Wenn nämlich jemand aufmuckte, dann wurde er ins Krankenhaus überstellt, mit Medikamenten ruhig gestellt oder bekam Elektroschocks, übrigens von einer gebrauchten Elektroschockmaschine des Universitätsklinikums aus Bonn. Und zwar so lange wurden diese Elektroschocks verabreicht, bis diejenigen, die aufgemuckt hatten, keinen eigenen Willen mehr erkennen ließen. Später dann, als die deutschen Kinder und Jugendlichen groß geworden waren und deswegen nicht mehr als Objekte
für den sexuellen Übergriff von Schäfer benutzt wurden, war das Krankenhaus zudem, ja, wie soll man das sagen, eine Art Rekrutierungsfeld für chilenische Kinder, die dort zur Behandlung abgegeben wurden und dann Schäfer zum sexuellen Missbrauch zugeführt wurden. Trotz dieser verbrecherischen Geschichte des Krankenhauses ist das Krankenhaus bis heute ein ganz, ganz wesentlicher Bestandteil des Gründungsmythos der Colonia Dignidad, die sich als Wohltätigkeitsverein ausgab. Und bis heute hört man von den Bewohnerinnen und Bewohnern der Villa Baviera, wie die Colonia ja seit 1988 formal heißt, neben den Schilderungen grausamer Folterung und aussehender Zwangsarbeit, darüber wird schon berichtet von den Colonos, aber gleichzeitig hört man immer den Stolz auf die vermeintlich mildtätige Arbeit, die man im Krankenhaus geleistet habe. Dabei spielt übrigens auch die hier auf der Folie zu sehende Schule eine Rolle, die 1985 von Pinochets Ehefrau für chilenische Kinder aus der Umgebung der Colonia Dignidad eröffnet wurde. Hier sehen wir zwei Aufnahmen aus dem kleinen Museo Colonial, so heißt das tatsächlich, das die heutige Villa Baviera in einer ehemaligen Scheune in der Ex-Colonia Dignidad eingerichtet hat. Und allein schon durch die Art und Weise der Darstellung hier in diesem Fall der neugeborenen Station im Krankenhaus, da merkt man das Narrativ des Stolzes auf die vermeintliche Mildtätigkeit, die durch die Colonia begangen worden sei. Das ist ein Mythos, die Mildtätigkeit. Der zweite Mythos ist das sogenannte Mustergut. Man habe den Urwald urbar gemacht und aus der Wildnis ein deutsches Modelldorf gemacht, mit schmucken Häusern, Scheunen und Werkstätten zwischen Wiesen, ordentlich bestellten Feldern und Wäldern. Und tatsächlich sieht der Ort ja auch auf den ersten Blick mit den schneebedeckten Bergen im Hintergrund wie eine bayerische Idylle aus. Und auch bei denen, die der Villa Baviera in den letzten Jahren den Rücken gekehrt haben und die dort schreckliche Qualen erleiden mussten, hört man in Gesprächen immer einen deutlichen Stolz darüber heraus, was hier in den 60er und 70er Jahren geleistet worden sei. Hier sehen wir wiederum aus dem Museum eine Installation mit Steinen und dem Text: Der unwegsame Fußboden mit Steinen und Felsen sollen die Schwierigkeit des Lebens der Siedler darstellen, so wie die Unkultiviertheit des Landes, welches sie bebauten und bewohnten. Man muss dazu wissen, also man sieht hier natürlich den rassistischen Blick auch auf Chile. Und man muss dazu wissen, dieses Gut hatte früher einem Chilenen gehört und ist in den 50er Jahren von der chilenischen Regierung im Rahmen eines bilateralen Abkommens an italienische Siedler aus Süditalien übergeben worden. Italien hatte ein Interesse daran, Menschen loszuwerden, um es mal so etwas salopp zu sagen, weil es wirtschaftliche Schwierigkeiten gab in Italien. Und Chile hatte ein Interesse daran, handwerklich ausgebildete italienische Bauern aufzunehmen. Und die wurden dann dahin gebracht und deswegen stehen auf dem Gelände der Villa Baviera einige Steinhäuser, die so sehr italienisch aussehen. Das haben die italienischen Siedler aufgebaut. Und das Ganze funktionierte aber nicht, weil der Boden in der Kolonie sehr, also schlechte Erde, und die haben irgendwann gemerkt, dass sie salopp gesagt veräppelt worden waren und dass man da nicht wirklich gut leben konnte und sind zum größten Teil dann abgereist. Es gibt jetzt noch in Parral ein Hotel, das Brescia heißt und das wird von einer Italienerin, gehört einer Italienerin, die zu diesen Siedlern gehört, die in den 50er Jahren dahin gekommen sind. Das ist die Vorgeschichte. Ich glaube, in diesem Buch, oder derjenige, der Mitherausgeber dieses Buches, der hat ein Buch über die italienische Vorgeschichte geschrieben. Der ist nämlich, das ist ein italienischer Geschichtsprofessor, der in Talca lehrt. Welcher ist es denn? Keiner derjenigen, die hier vorne draufstehen. Das ist nämlich kein italienischer Name. Also, aber in derselben Reihe, das ist ja hier auch von der Uni Talca herausgegeben, dieses Buch. Und in derselben Reihe ist ein Buch über diese italienische Vorgeschichte erschienen.
Ja, also nachdem die Italiener weg waren, kamen dann eben die Deutschen in dieses unkultivierte Land, das de facto ein längst existierendes Gut war. Zwei Folien gibt es da. Gibt es noch eine? Ach so, ja, so sieht es jetzt aus. Ist jemand von Ihnen schon mal da gewesen? Keiner, keine. Okay. Oh, es gibt, glaube ich, noch eine Folie, möglicherweise. Ja. Das ist das Zentrum, was man hier sieht, der Ex-Colonia Dignidad. Rechts das sogenannte Zippelhaus, dazu sage ich nachher noch was. Das war gewissermaßen das Gemeindezentrum, da fanden die sogenannten Herrenabende statt. Und im Hintergrund das sogenannte Freihaus. Eigentlich müsste man besser gesagt Freihaus sagen. Das hat nämlich mit Freiheit oder so nichts zu tun, sondern wurde in den 60ern gebaut, weil sich Präsident Frei zum Besuch angekündigt hatte in der Colonia Dignidad. Und er ist dann aber nicht gekommen, aber für seinen Besuch hat man dieses Haus errichtet, um ihn dort empfangen zu können. Und dann war das Haus fertig und stand im Grunde nutzlos herum und das hat dann Schäfer sich unter den Nagel gerissen und war sein Wohnhaus. Und in diesem Gebäude fand die sexuelle Gewalt gegen Kinder und Jugendliche statt. Ja, also Stichwort unkultiviertes Land. Das verweist auch auf den kolonialen Blick der deutschen Siedler, die tatsächlich wie Kolonialherren auftraten. Ich vermute nicht umsonst heißt die Siedlung auch oder hieß besser gesagt Colonia Dignidad. Außer den Italienern wohnten, die waren ja schon weg, als die Deutschen kamen, aber es wohnten dort chilenische Bauernfamilien und Tagelöhner in Gebäuden auf dem Gelände des Gutes. Und die wurden mit juristischen Tricks, zum Teil, weil sie keine Eigentumstitel nachweisen konnten, von dem Gelände vertrieben, teilweise auch mit brutaler Gewalt von den Deutschen vertrieben, die dann Zäune um die Ex-Colonia Dignidad errichteten, sodass da keiner rein und keiner rauskam. Die chilenischen Bäuerinnen und Bauern in der Umgebung wurden von den Kolonisten Eingeborene genannt. Oder auch, und das ist ein Begriff, der heute noch verwendet wird, Kaschuben. Haben Sie schon mal was von Kaschuben gehört? Kaschuben sind eine slawische Ethnie in der Region Pommern-Ostpreußen. Und eine Ethnie, die im Zweiten Deutschen Kaiserreich 1871 bis zum Ende des Ersten Weltkrieges als Landarbeiter im Deutschen Osten arbeiten mussten. Also im Grunde ist der Begriff Kaschuben der Verweis der selbsternannten Herrenmenschen auf ein minderwertiges Arbeitervolk, auf ein slawisches Arbeitervolk. Und dass die Chilenen im Umfeld der Colonia Kaschuben genannt werden von den Kolonisten, ist absolut kein Zufall. Und es ist völlig unreflektiert von den heutigen Bewohnern. Mir ist das vor einigen Jahren passiert, dass ich da mit einem stand, der sehr, sehr kritisch, der auch gar nicht mehr drin wohnt, der ist rausgegangen, wohnt im Süden, in der Nähe von Osorno. Und der war nur zu Besuch, um uns als Historikerinnen und Historikern von den Verbrechen in der Kolonia zu erzählen. Und der sagte dann, ja, guck mal da unten, da wo die Kaschuben gerade lang gehen. Bitte, wer? Wer geht da lang? Ja, die Kaschuben, nennt man die nicht so? Was sollen denn Kaschuben sein? Ja, die Leute, die hier wohnen, meinen Sie die Chilenen? Ja, natürlich, die heißen doch Kaschuben, oder nicht? Und also der ist als Kind dahin gekommen, der kennt das nicht anders, das ist das von ihm nicht böse gemeint. Aber sozusagen die Elterngeneration, die sind mit diesem rassistischen, kolonialen Blick nach Chile gekommen, darauf will ich hinaus. Diese Kaschuben konnten nicht auf Hilfe durch die chilenische Politik hoffen. Zwar gab es, wie ich vorhin schon sagte, im chilenischen Parlament 1966 eine Untersuchungskommission, die sich aber eben nicht mit der Vertreibung der chilenischen Bauern beschäftigte, sondern
Es gab zwei formale Vorwürfe, nämlich zum einen die nicht genehmigte Arbeit einer Schule auf dem Gelände für die deutschen Kinder und der Betrieb des Krankenhauses, der das nämlich keine Konzession eigentlich hatte. Und der Hauptvorwurf war aber, dass deutschen Sektenmitgliedern Mitglieder ihrer Freiheit beraubt würden. Ursache ist die Flucht eines Jugendlichen, Wolfgang Knese, aus der Colonia. Der ist zweimal geflohen, beim zweiten Mal hat es geklappt. Der hat sich bis Santiago durchgeschlagen und hat dann vor der Presse darüber berichtet, was in der Colonia Dignidad passiert. Also sexueller Missbrauch, Freiheitsberaubung, Zwangsarbeit. Es wurde dann ein Verfahren eingeleitet, allerdings nicht gegen die Colonia Dignidad, sondern gegen ihn, der vor einem chilenischen Gericht verurteilt wurde wegen Verleumdung einer mildtätigen Organisation. Und kurz vor Vollstreckung der Strafe ist er nach Argentinien geflohen und dann nach Deutschland gegangen. Und er wohnt seit 1966, 67 in Deutschland. Und es gibt ja etliche Dokumentationen über Fernsehdokumentationen über die Colonia Dignidad. Und der Knese kommt da eigentlich immer vor als Zeitzeuge. Der ist übrigens hier auf einem der Fotos, habe ich gerade gesehen, zu sehen gewesen. Nämlich der hier neben Steinmeier steht. So, hier war er. So, zur inneren Struktur der Colonia Dignidad. Tatsächlich schottete sich die Colonia Dignidad nach außen hermetisch ab. Das heißt, es kam so gut wie keiner raus. Innen drin herrschten Paul Schäfer, aber eben nicht er alleine, sondern es gab eine Führungsriege, die aus etwa 15 Männern bestand. Und die herrschten mit totalitärer Gewalt. Ideologisch und psychologisch setzten sie auf eine pervertierte Religion und insbesondere auf eine antikommunistische Erzählung, wonach die Sekte ein Hort der Freiheit sei, der von Kommunisten und Ungläubigen bedroht werde. Das Narrativ war, dass man vor den Kommunisten nach Chile geflüchtet sei. Kommunisten, die bekanntermaßen bereits halb Europa unterjocht hätten. Und nun, Sie wissen, 1970 wurde ja Unidad Popular mit Allende gewählt als neuer Präsident. Und nun, so die Erzählung, würden diese Kommunisten auch in Chile immer stärker und bedrohten die deutschen Siedler, die vor den Kommunisten aus Europa geflohen sind und nun sozusagen erneut, denen jetzt erneut nach dem Leben getrachtet wird. Integration durch Ausgrenzung und Abwehr angeblich äußerer Feinde, das kennen wir aus allen Versuchen sozusagen, Integration nach innen zu betreiben. Ein Merkmal der Herrschaftssicherung in der Colonia Dignidad, aber es gab eben noch eine Reihe von anderen Merkmalen, unter anderem das pseudochristliche Sendungsbewusstsein Schäfers, der den Colonos einredete, alles, was in der Siedlung geschehe, sei Gott gewollt und wer seine Herrschaft in Frage stelle, der handele gegen den Willen Gottes und sei vom Teufel befallen. Und das war Rechtfertigung, jedes oppositionelle Verhalten mit brutaler psychischer und auch physischer Gewalt zu beantworten. Ich habe von den Barbituraten und Elektroschocks schon erzählt, mit denen der wirklich Gehirnwäsche betrieben wurde. Und ich habe mit Bewohnerinnen gesprochen, die mehrfach einen kompletten, im Grunde muss man das so nennen, einen kompletten Reset durchgemacht haben. Also die widerständiges Verhalten gezeigt haben oder einen eigenen Willen gezeigt haben, in das Krankenhaus gebracht wurden. Dann gab es die Tabletten und die Elektroschocks, bis sie alles vergessen hatten, nicht mehr laufen konnten, sich de facto nicht mehr bewegen konnten, nicht mehr sprechen konnten, ihre Erinnerungen verloren haben. Und dann wurden sie gewissermaßen, wurde die Festplatte neu bespielt. Und es gibt welche, die haben das mehrfach erlebt. Und mussten dann alles wieder neu lernen, neu laufen lernen, neu sprechen lernen und so weiter. Strafen für tatsächliches oder vermeintlich abweichendes Verhalten wurden im Übrigen auch kollektiv vorgenommen. Auch das gehört zu totalitärer Herrschaft. Und diese kollektiven Strafen reichten von erniedrigender Beschimpfung und gemeinschaftlicher Prügelstrafe bei hier in dem sogenannten Zippelhaus auf der rechten Seite.
Bis zu Folter und Mord. Auch Mordfälle hat es gegeben. Innerhalb der Kolonie gab es ein enges Bewachungsnetz, nicht nur in Form von versteckten Mikrofonen, die Gespräche mitschnitten, sondern insbesondere auch durch ein umfassendes System der Denunziation und der sozialen Kontrolle durch die Gemeinschaft, über der die Führerfigur Paul Schäfer stand. Wiederum ein Bild auf dem Museo Colonial wird die Allmacht Schäfers inszeniert mit seinem Sessel. Dieser Sessel ist angeblich original und hat in Zippelhaus gestanden, in diesem Gemeindehaus, wo er ewig lange Monologe gehalten hat, also Pseudopredigten, aber eben auch Beschimpfungen seiner Gemeinde. Das ist übrigens tatsächlich fast alles erhalten geblieben, weil auch in dem Saal Mikrofone angebracht waren und die Reden sind als Audiodokumente, teilweise auch als Videodokumente erhalten geblieben. Und also wenn man das hört, dann wird man wirklich übel. Systematisch lösten Schäfer, aber eben nicht nur er alleine. Und das ist schon wieder ein Mythos. Da komme ich nachher noch drauf zu sprechen, sodass es einen Alleintäter gegeben habe. Aber es war eben nicht nur der Alleintäter. Im Grunde war es ja kollektive Verbrechen, die begangen wurden. Mindestens durch die 15 Leute aus der Führungsgruppe, aber letzten Endes durch jeden Einzelnen, der zur Denunziation angehalten wurde. Systematisch lösten Schäfer und seine Führungsleute sämtliche Strukturen aus dem früheren Leben auf, die den Sektenmitgliedern Halt gegeben hätten. Dazu gehört die Auflösung familiärer Strukturen. Zunächst sind die ja teilweise als Familien nach Chile gekommen. Und Schäfer hatte den Familien erzählt, ihr kriegt dort ein eigenes Haus. Und jeder kriegt ein kleines Stückchen Land, könnt ihr bearbeiten. Da war natürlich, als sie da waren, nicht mehr die Rede davon. Und nach etwa 2 Jahren in Chile wurden die Geschlechter komplett getrennt und auch die Familien getrennt. Auch die Kinder wurden von den Eltern getrennt. Erwachsene durften nur noch mit Onkel und Tante angeredet werden, selbst wenn es die eigenen Eltern waren. Und viele jüngere Kinder haben in der Folge dann auch vergessen, wer ihre Eltern waren, weil sie die noch gar nicht mehr gesehen haben. Und auch die Geschlechter wurden so getrennt, dass sie sich teilweise monatelang nicht gesehen haben, indem riesige Hecken angepflanzt wurden zwischen dem Männer-Schlafhaus und dem Frauenschlafhaus. Und unterschiedliche Zeiten waren, wo man rausging, sodass man sich nicht begegnete. Private Unterhaltungen waren verboten. Dann gibt es etwas im Leben, was das Leben strukturieren kann, und das sind religiöse Rituale. Auch die wurden abgeschafft, eigentlich unüblich für eine Sekte. Es gab keinerlei religiöse Rituale. Die Sekte hatte zum Beispiel keine Kirche. Es war ja formal eine christliche Sekte, aber es gab keine Kirche. Nichts. Auch christliche Feste wurden nicht gefeiert. Bibeln wurden konfisziert oder sie waren nur in einer zensierten Rumpfversion zur Lektüre zugelassen. Stichwort christliche Feste. Mitte der 60er Jahre ließ Schäfer, davon erzählen die Älteren jetzt noch, vor der versammelten Einwohnerschaft den Weihnachtsmann symbolisch ertränken und damit war Weihnachten abgeschafft. Danach gab es im Leben der Siedler mit Ausnahme der Jahreszeiten, keine zeitlichen Strukturen mehr. Das Einzige, was es gab, war das Wecken. Und der Ruf zur Zwangsarbeit und der Ruf zu den Herren- oder Gemeindeabend im Zippelhaus. Den Bewohnerinnen und Bewohnern wurden die Uhren abgenommen. Also es war Herrschaft über die Zeit, ganz wichtig. Im Übrigen waren natürlich sämtliche Kontakte zur Außenwelt abgeschnitten. Es gab keine Zeitungen, kein Fernsehen, keine Post, kein Radio, keine Kalender. Man wusste auch gar nicht, welcher Tag ist. Das heißt, wie ich schon sagte, der Sektenführer hatte die Herrschaft über die Zeit. Und das Einzige, was den Alltag strukturierte, war Aufstehen, Schlafen gehen und Arbeitsbeginn. Und das wurde über Lautsprecher oder über Pfeifen bekannt gegeben. Auch über den Raum herrschte die Sektenführung. Das heißt, nur ganz, ganz wenige Personen durften überhaupt die Colonia Dignidad verlassen. Und zwar nur Personen aus dem Führungszirkel. Fluchten versuchte man durch ein sehr ausgeklügeltes System aus hohen Stacheldrahtzäunen, aus Stolperdrähten, versteckten Kameras und der schon benannten gegenseitigen Bespitzelung zu verhindern.
Dann war ein weiteres ganz wesentliches Herrschaftsmittel der Unterdrückung, die Unterdrückung jeglicher Sexualität. Während Paul Schäfer selbst ja regelmäßig sexuelle Gewalt gegenüber Jungen ausübte, bezeichnete er gegenüber seiner Gemeinde jegliche Form der Sexualität als Teufelswerk. Ich habe schon gesagt, die Geschlechter wurden ja nach der Ankunft in Chile bereits getrennt. Auch Ehepaare wurden übrigens getrennt. Sichtkontakt zwischen Männern und Frauen oder Jungen und Mädchen gab es fast gar nicht. Und erst um 1970 herum erlaubte Schäfer einigen Männern aus seinem Führungszirkel, sich Frauen aus der Kolonie auszusuchen, um sie zu heiraten. Die durften dann auch Kinder bekommen. Allen anderen aber, also das heißt den normalen Colonos, war das verboten. Und das hat für die Altersstruktur der heutigen Villa Baviera deutliche Folgen. Es gibt nämlich bestimmte Alterskohorten und kaum etwas dazwischen. Und diese Kohorten sind folgende. Das sind diejenigen, die 1961 als Erwachsene nach Chile kamen. Das sind Leute, die heute zwischen 80 und 100 Jahren alt sind und die meisten davon sind bereits tot. Einige wenige leben noch im ehemaligen Krankenhaus, das seit einigen Jahren ein Altersheim ist, das vom Auswärtigen Amt finanziert wird. Dann gibt es diejenigen, die 1961 als Kinder nach Chile kamen. Die sind so um die 60 Jahre alt. Dann gibt es eine Gruppe von in der Colonia Dignidad geborenen, das ist die Generation der Anfang der 70er Jahre geborenen. Das sind die Kinder dieser Führungsklicke, die heiraten durften. Das sind Leute, die jetzt etwa 50 Jahre alt sind. Und das ist genau die Führungsschicht, die jetzt die Villa Baviera beherrscht. Das sind die Kinder, die 1970, um 1970 herum geboren sind. Und dann gibt es lange nichts, bis ganz junge, die nach 2005 geboren sind, als Schäfer tot war. Das sind die Alterskohorten. Selbstverständlich spielten bei der inneren Verfassung der Kolonien generationelle Erfahrungen der Führungsschicht eine Rolle. Jetzt komme ich zu den Kaschuben. Das kommt ja nicht irgendwo her. Das heißt, diejenigen, die 1961 als Erwachsene nach Chile gekommen waren, die hatten den Krieg und den Nationalsozialismus erlebt, meistens als junge Menschen. Und die Sprache, die sich in der Kolonia selbst entwickelt hat, die haben quasi, ja, das ist, wenn so eine Gruppe über 50, 60 Jahre abgeschottet lebt, entwickeln hier sowas wie eine eigene Sprache. Und die ist sehr stark durch nationalsozialistische Terminologie geprägt. Das haben die einfach gelernt, als sie jung waren. Und sie ist sehr stark durch die Jugendbewegung der 20er Jahre geprägt. Und das kommt von Bahr und Schäfer, die ja als Jugendpfarrer quasi oder Jugendprediger unterwegs waren. Da gibt es, also ich habe mal so eine Art Diktionario versucht zu schreiben mit Begriffen, weil man die wirklich übersetzen muss, wenn man die nicht kennt. Leider habe ich das verlegt. Ich weiß nicht, wo das ist. Irgendwo bei mir zu Hause liegt das. Das ist also schade, weil das muss man für die Nachwelt erhalten. Irgendwann weiß das keiner mehr. Aber nur so ein paar Beispiele. Es gibt junge Frauen wurden zum Beispiel Vögel genannt. Jede Alterskohorte hat ihren eigenen Namen, getrennt nach Geschlechtern. Die jungen Männer hießen Knappen. Und dann gab es noch einen sogenannten Teeplatz, also so ein altgermanischer Versammlungsplatz, der aber nicht für Versammlungen genutzt wurde, sondern das war ein Platz, an dem man sich gewissermaßen rituell von Dingen trennte aus der Zeit vor der Colonia Dignidad. Also wenn man zum Beispiel eine Familienbibel mitgebracht hatte oder altes Porzellan. Ladengeschirr, Familiengeschirr, solche Sachen. Die wurden dann rituell auf diesem Tingplatz zerschört, um sich vom alten Leben sozusagen symbolisch zu verabschieden. Also ich glaube, es gibt sozusagen von der Sprache her einen starken NS-Bezug, aber trotz anderslautender Medienberichte war die Colonia Dignidad keine Nazi-Kolonie. Das waren keine alten Nazis, die da hingegangen sind. Sind etliche alte Nazis nach Chile gegangen. Horst Paulmann zum Beispiel, sein Vater Bernhard Paulmann. Aber diese Leute waren keine, also die waren jedenfalls nicht nationalsozialistischer gewesen als andere normale Deutsche. Und Schäfer zum Beispiel, der hatte im Krieg als Sanitätssoldat gedient. Also der war ja ein einfacher Soldat gewesen. Und ansonsten war der in der Welt christlicher Pfadfinder sozialisiert worden.
Tatsächlich gaben sich sogar Schäfer und seine Leute anfangs in Chile als ehemalige NS-Verfolgte aus. Das allerdings traf auch keineswegs zu. Also die waren weder Nazis noch NS-Verfolgte, sondern, sagen wir mal, nationalsozialistisch sozialisierte normale Deutsche. Und damit vielleicht doch Nazis. Wie übrigens, ach ja, also sie waren keine NS-Verfolgte, wie übrigens auch die Legende nicht betrifft, die bis heute von vielen Baviera-Bewohnerinnen kolportiert wird. Bei den Kolonisten habe es sich um durch den Krieg entwurzelte und um Gezeichnete der Not der Nachkriegszeit gehandelt. Hier haben wir eine Wandtafel in diesem Kolonialmuseum. Und da sind Fotos von allen frühen Kolonisten und ihren Familien. Und das Ganze wird geframed durch Fotos des Krieges, der Vertreibung und der Not. Und die Erzählung ist, das waren Menschen, die aus dem Osten vertrieben wurden, also aus Ostpreußen, Pommern, Schlesien. Das waren Leute, die im Krieg alles verloren haben und so weiter und so fort. Da muss man aber wissen, die sind erst 1961 nach Chile gegangen. Das heißt, am Zeitpunkt, als die Not der späten 40er und frühen 50er Jahre längst vorbei war. Das war schon, also die Wirtschaftswunderzeit, die war schon quasi vorbei oder hat ihren Höhepunkt erreicht. Also es gab 1961 überhaupt gar keinen Grund, aus Deutschland zu verschwinden, also jedenfalls keinen wirtschaftlichen Grund. Ganz im Gegenteil, 1961 fing es an, dass in Deutschland sogenannte Gastarbeiter angeworben wurden. Was aber die Sekte tatsächlich mit vielen anderen Menschen in Westdeutschland teilte, das war eben nicht die Not, aber das war der militante Antikommunismus der 50er Jahre, den Schäfer und seine Führungsleute bestens als Schreckgespenst nutzen konnten, um angebliche Gefahren für die Sekte zu beschwören. Das heißt, am Anfang war das eine Sekte, deren eigentlicher Hauptzweck darin bestand, Schäfer Jungen zuzuführen. Das war eigentlich der Hauptzweck dieser Kolonie. Und das, was dann in den 70er Jahren kam, das ist sozusagen bedingt durch äußere Umstände, die mit der chilenischen Politik zu tun haben. Das heißt, das, was da passierte, nämlich dass die Kolonialidad in das rechtsextreme Milieu sich begab, das ist erst in Chile passiert und eigentlich erst ab Ende der 60er Jahre. Und hier spielen auch Deutsch-Chilenen eine ganz gewichtige Rolle, die für Kontakte der Führungsklique in die chilenische Politik und Gesellschaft sorgten. Zum Beispiel Malte Ratmann Puffe, der in den 80er Jahren den größten Stahlkonzern in Chile besaß. Oder auch Horst Palmann, den ich vorhin schon kurz erwähnt habe, der das Costanera Center in Santiago gebaut hat, dem das gehört. Jumbo, viele, viele andere Supermarktketten und so weiter. Senko Sud heißt sein Konzern. Und Easy. bitte? Easy, Santa Isabel. Zum Beispiel, genau. Und der wirklich Multimilliardär ist. Ich kenne die Familie ganz gut, weil ich meine Kindheit in Temuco verbracht habe. Und meine Eltern mit einer Schwester von Horst Vollmann befreundet waren, die mehr oder weniger ausgestoßen war aus der Familie, weil sie in der Sprache der Familie Paulmann einen Schwarzen geheiratet hat, nämlich einen nicht deutschstämmigen Chilenen. Und ja, und Horst Paulmann sorgte dafür, dass die landwirtschaftlichen Produkte der Colonia Dignidad in Las Brisas und im Jumbo verkauft wurden. Also das war einer der wichtigsten Geschäftspartner von Paul Schäfer. Übrigens war der Vater von Horst Pollmann, Dr. Werner Pollmann, der für das KZ Buchenwald zuständige SS-Richter. Der ist 1947 aus dem Kriegsverbrechergefängnis in Landsberg geflohen und dann über die sogenannte Rattenlinie nach Argentinien und von dort nach Chile. Und dann hat er sich in den 50er Jahren totgesoffen.
Seine Sportgut hieß übrigens die Schwester auch, sondern war sie Name. Die sind dann nach Temuco umgezogen und haben da erst einen kleinen, in den 60er Jahren, so ein kleines Geschäft gehabt, ein Lebensmittelgeschäft. Und daraus ist dann Las Brisas geworden. Und dann sind die zu Beginn der Diktatur, sind die beiden Brüder Horst und Jürgen nach Santiago gegangen. Und dann ging es raketenartig nach oben. Kann mich noch erinnern, als 1977 der erste Jumbo in Santiago eröffnet wurde, wurde das live im Fernsehen übertragen. Und die Familie Paulmann war stolz wie Oskar natürlich, weil Horst und Pinochet gemeinsam das Rote Band geschnitten haben. So. Ah, es gibt ja dann noch dieses Kleidungskorps aus Paris. Dort wurden in der Corona-Dignidad aufgearbeitete Second-Hand-Wäsche aus Deutschland. Also es wurde Second-Hand-Wäsche aus Deutschland in die Kolonia gebracht. Die haben das dann ein bisschen gepflegt, hübsch gemacht und das wurde in Paris verkauft. Und das gehört ja auch Paul Mann. So. Bedrohlich oder vielleicht bedrohlich wurde diese Situation für die Sekte 1970 nach der Wahl der UP-Regierung und der Wende. Und nun suchten sich Schäfer und seine Partner Bündnispartner in der chilenischen Politik, weil sie eine Enteignung des Fundos befürchteten. Und den Bündnispartner, den sie fanden, war die rechtsextreme Terrorgruppe Patria y Libertad unter Leitung des Deutsch-Chilen Roberto Thieme. Die Gruppe benutzte die Colonia Dignidad als eine Art Rückzugsraum. Die haben ja öfter so Sprengstoffanschläge auf Strommasten zum Beispiel. Und immer wenn sie sowas gemacht haben, sind sie in die Colonia Dignidad gegangen, sind da ein paar Wochen geblieben, bis sich die Sache beruhigt hatte. Und sie wurden auch von der Colonia mit Waffen ausgerüstet, weil die Colonia Dignidad wegen ihres Gemeinnützigkeitsstatus die Möglichkeit hatte, aus dem Ausland, und zwar hauptsächlich aus Deutschland, Waffen zu importieren in Containern, die vom Zoll nicht kontrolliert wurden, weil es ja angeblich humanitäre Hilfslieferungen waren. So, dann kam der Putsch bekanntlich am 11. April, der am 11. September 1973. Und das war für die Siedler ein Geschenk des Himmels. Denn sie glaubten an den Mythos vom Plan Zeta, den das Regime zur Legitimation des Putsches in Umlauf gebracht hatte, also die Verschwörungserzählung, dass angeblich linke Aktivisten geplant haben, Militärs und Landeigentümer zu ermorden und eine kommunistische Diktatur zu errichten. Und dem seien, so sagt ja die Legende, die Militärs mit dem Putsch zuvorgekommen. Ich habe jetzt gerade noch, das letzte Mal war ich in der Villa Baviera im Oktober in diesem Museum. Und dann nahm mich eine ältere Dame zur Seite und zeigte, in diesem Museum gibt es auch ein Foto von Pinochet und meinte, Herr Wagner, über den wird ja jetzt sehr schlecht geredet. Aber ich sage Ihnen, der hat uns gerettet. Wieso hat er sie denn gerettet? Ja, die Massengräber waren schon ausgehoben. Hier unten im Tal, da waren schon die Massengräber. Und da sollten unsere Leichen reingekippt werden. Das war ein fester Plan. Da habe ich gesagt, wer hat Ihnen das denn gesagt? Ja, das sagt man so. Und dann habe ich gesagt, naja, also eigentlich ist das nicht meine Art, aber ich bin jetzt mal ganz autoritär Historiker und sage Ihnen, das ist eine Verschwörungserzählung. Das hat es nicht gegeben. Das hat man Ihnen erzählt, um Sie gefügig zu machen. Nee, das glaube ich nicht. Aber ich glaube, also Sie alle, wenn Sie Chile kennen, kennen diese Erzählung. Ja, jedenfalls nach dem Putsch stellten Mitglieder von Patria y Libertad, die schon während der Allendezeit sozusagen ihre Operationsbasis in der Kolonie hatten, die stellten dann den Kontakt zum neu geschaffenen Heeresgeheimdienst DINA her und damit auch zu ihrem Chef Manuel Contreras, der in den Folgejahren auf der Kolonie, in der Kolonie ein- und ausgegangen ist und den Schäfer gewissermaßen auch in der Hand hatte. Weil nämlich einmal ein Jagdunfall passiert ist. Contreras war zu Besuch und die sind jagen gegangen, wollten, was ich, Hasen schießen oder so. Und Contreras hat zufälliger, also hat, es war ein Unfall, hat einen 12-jährigen Jungen erschossen. Und das wurde natürlich vertuscht.
Und Schäfer hatte dann den Contreras, hatte ein Druckmittel. Ne? Und ja, das, was die Dina gemacht hat, das muss ich Ihnen, glaube ich, nicht erzählen. Also sehr brutaler Geheimdienst, militärischer Geheimdienst bekanntlich, 1977 nach internationalem Druck aufgelöst, de facto aber überführt in die CNI. Und in dieser Zeit bis 77 sind vermutlich 1500 Gegnerinnen der Diktatur durch die Diener ermordet worden. Die meisten, denen man sie verschwinden ließ. Und etliche dieser Verschwundenen sind in der Colonia Dignidad verschwunden. Manche auch im Stadthaus der Colonia Dignidad im nahegelegenen Städtchen Parral. Das war ein Haus, das gehörte der Colonia Dignidad und das wurde der Diener als lokale Operationsbasis mietfrei zur Verfügung gestellt. Gesichert ist auch, dass die Diener in der Colonia Dignidad im ehemaligen Kartoffelkeller einen Geheimraum für Folter und Mord eingerichtet hat. Dabei haben nach, das ist der Kartoffelkeller, dabei haben nach Zeugenaussagen auch Paul Schäfer und andere Männer aus dem Führungskreis der Colonia Dignidad geholfen. Die Zahl der Opfer der Morde im Kartoffelkeller ist nicht bekannt. Die Schätzungen schwanken zwischen einigen Dutzend und über 100. Sicher ist im Übrigen auch, dass 1978, also im Jahr nach der Auflösung der Diener, in der Colonia 30 Gefangene der CNI bei einer Massenerschießung ermordet wurden. Und an dieser Massenerschießung haben nicht nur chilenische Uniformierte, sondern auch Deutsche teilgenommen. Solche Massaker fanden bekanntlich in den ersten Jahren der Diktatur an verschiedenen Orten statt. Pisagua zum Beispiel, ja auch ein berüchtigtes Massaker. Die Leichen wurden dann irgendwo verscharrt. Und um die Spuren zu verwischen, befahl Pinochet 1978, die Leichen an diesen Orten von Erschießungen zu exhumieren und zu verbrennen. Das Ganze hieß Operation Televisor. Ich weiß nicht, warum Televisor. Vielleicht weiß das hier jemand. Ja. Weil die müssen alle Knochen, also weg von Erde, und die mussten alles, die ganzen Sachen einfach weglassen. Also, Genau, aber warum Televisor? ich glaube, sie vermuten eine schlechte Meldung. Also, mehr oder weniger, sie wurden nicht dass die Leiche gefunden werden und plötzlich kommen im Fernsehen und sie Vielleicht ist deswegen. heilig. Ja. Das ist die Deckname von Vielleicht dem kommt Ganzen. das, Es ist vielleicht eine kommt es daher. Promotion der Televisor. Ja. Promotion der Televisor. Und tatsächlich muss man sagen, an keinem anderen Ort in Chile ist das Verschwinden lassen der Leichen so perfekt umgesetzt worden wie in der Colonia Dignidad. Das haben übrigens nicht chilenische Uniformierte gemacht, sondern das haben die deutschen Colonos gemacht. Die haben den Befehl gekriegt, die Massengräber zu exhumieren und die Leichen mit Phosphor und Dieselöl zu verbrennen. Das haben sie dann auch gemacht. Ich habe auch mit Zeugen dieser Verbrennungen gesprochen. Das war eine sehr ekelhafte Angelegenheit, die ich jetzt nicht weiter ausbreiten möchte. Und die Asche wurde danach in den Fluss gekippt, der durch die Colonia fließt, den Vergilauquén. Und ja, die Asche ist damit weg. Und es hat dann ab den 90er Jahren etliche Ausgrabungen gegeben durch die Kripo. Und nur in einem einzigen Fall konnte man nachweisen, dass da tatsächlich ein Massengrab war. Aber man hat nicht eine einzige DNA-Spur gefunden. Also es ist wirklich sehr gründlich gearbeitet worden beim Verschwinden lassen der Leichen. Zur öffentlichen Unterstützung der Colonia. Denn wenn sie so nur alleine agiert hätte, hätte sie keinen Monat überstanden. Sie brauchte ein Netzwerk außen herum. Ich habe ja vorhin die Berichte des Stern und von Amnesty International von 1977 gesprochen. Und diese Presseberichte sorgten dafür, dass die Sektenführung in Deutschland und in Chile Freundeskreise gründete. In Deutschland gab es ja nach wie vor die Geschäftsstelle der privaten Sozialen Mission, die gab es immer noch, quasi die deutsche Filiale der Colonia Dignidad.
die bis 1989 in Siegburg tätig war und erst 1995 formal aufgelöst wurde. Und dort organisierte man den Freundeskreis der Colonia Dignidad. Eine Schlüsselrolle spielte dabei Adolf Herkenrath, das war der Bürgermeister von Siegburg zwischen 1964 und 1989, also der hat fast 30 Jahre lang, fast 40 Jahre lang, nee, Entschuldigung, 20 Jahre, reicht aber auch, war er Bürgermeister von Siegburg, CDU-Politiker, er war auch Bundestagsabgeordneter CDU und er war Bereichsleiter der Kaiser sage ich schon, Konrad-Adenauer-Stiftung. Konrad-Adenauer-Stiftung für Lateinamerika und war ein Lobbyist für die Colonia Dignidad. Also Siegburg als der eine Schwerpunkt des Freundeskreises. Der zweite Schwerpunkt des Freundeskreises in Deutschland war in Bayern. Und dort waren es zwei Orte. München, wo in der CSU-Parteizentrale die Fäden zusammenliefen. Und der zweite Ort war noch wichtiger, das war Würzburg, und zwar die Uni Würzburg. An dieser Uni lehrten die Professoren Lothar Bosle und Dieter Blumenwitz. Beide waren CSU-Mitglieder und unterhielten sehr enge Beziehungen sowohl zur chilenischen Junta als auch zur Colonia Dignidad. Beide waren auch Mitglied im Freundeskreis der Colonia Dignidad. Und Blumenwitz, der ist Staatsrechtler. Er ist einer der Autoren der autoritären Pinochet-Verfassung von 1980. Also der war monatelang 1979, 80 in Chile und hat mitgeschrieben an diesem autoritären Text. Gründer des Kreises, des Freundeskreises der Colonia Dignidad, dem übrigens auch Richard Löwenthal angehörte. Ältere kennen den vielleicht noch, der hat in den, das war so ein Pendant zu Karl Eduard von Schnitzler. Wissen Sie, wer Karl Eduard von Schnitzler ist? Nee? Nee. Sie Aber ich wissen. habe nicht gesehen, aber ich. Ich habe es gesehen, ich bin auch alt genug dafür. In meiner Jugend, in den 80ern, habe ich das montagsabends immer geguckt im DDR-Fernsehen. Ich habe in Westdeutschland gewohnt, aber wir wohnten in der Nähe der Grenze und konnten auch DDR-Fernsehen sehen. Wir konnten sogar zeitweise nur DDR-Fernsehen sehen. Wir waren sozusagen im Tal der Ahnungslosen, im Westen, im Harz. Und Karl Eduard von Schnitzler hat so eine Hetz-Sendung gehabt und hat immer Ausschnitte aus dem westdeutschen Fernsehen gebracht, weil er ja wusste, dass in der DDR jeder Festfernsehen guckte. Und dann hat er versucht, die westdeutschen Kommentatoren der Lüge zu überführen. War übrigens auch sehr stark antisemitisch ausgerichtet, diese Sendung. Also auch ganz stark gegen Israel. Der wurde immer Sudel-Ede genannt, Karl Eduard von Schnitzler. Und im Westfernsehen gab es das ZDF-Magazin. Und das war dasselbe sozusagen unter westlichen Vorzeichen. Da wurden Ausschnitte aus dem Ostfernsehen gezeigt und uns wurde versucht, die Ostkommentatoren der Lüge zu bezichtigen. Also das war deutsch-deutscher Medienkrieg. Und sozusagen der Westteil, Richard Löwenthal, der war auch in diesem Freundeskreis. Chef oder Gründer dieses Freundeskreises war ein CSU-Politiker, der hieß Lorenz Allgäuer. Der ist allerdings bei einem Besuch in Chile, als er auch in der Colonia Dignidad war, ist er in die Anden gewandert und bei einer Klettertour zu Tode gekommen. Und dann gab es einen Nachfolger als Chef dieses Freundeskreises und das war kein anderer als der Waffenhändler und ehemalige SS-Offizier Gerhard Mertins. Das ist das, was Sie vorhin angedeutet haben mit BND, der nämlich in den 50er, 60er Jahren diversen rechtsextremen Gruppierungen angehört hatte und zeitweise auch als Agent des BND tätig war. Ob er das in den 70er Jahren noch war, darüber gehen die Meinungen auseinander. Sicher ist, dass er in den 70er Jahren Waffenhändler war. Der hat eine große Waffenfirma oder Waffenhandelsfirma in der Schweiz betrieben. Und der ist mehrfach dann auch in Chile gewesen, in der Kolonialidad und hat da auch für einen florierenden Waffenhandel gesorgt. So wie ich das vorhin erwähnte, das war ja während der Allendezeit war das schon so, dass die Waffen zollfrei und ohne Kontrolle eingeführt werden konnten. Später dann unter der Pinochet-Diktatur auch. Und es gab von vielen Staaten, auch westlichen Staaten, einen Boykott gegenüber der chilenischen Regierung, einen Waffenboykott. Und dieser Waffenboykott konnte umgangen werden, indem die Kolonialidad Waffen und Sprengmittel eingeführt hat, illegal. Und da hat Mertins, der war da hauptsächlich beteiligt.
So, und wenn wir von der Unterstützung durch Deutsche sprechen, dann müssen wir insbesondere auch von der deutschen Botschaft in Santiago sprechen, und da insbesondere wiederum von Botschafter Erich Rädling, der zwischen 1976 und 1979 Botschafter war und ein ganz vehementer Verteidiger der Colonia Dignidad war, teilweise auch gegen explizite Weisungen aus Bonn. Das war die Zeit, als im Außenministerium Walter Scheel und später Hans-Dietrich Genscher Verantwortung trugen. Beides Leute, die, ja, Genscher, also an deren demokratische Gesinnung man eigentlich keinen Zweifel haben kann. So, glaube ich, kann man das formulieren. Und Genscher hat dem Sträfling Anweisungen gegeben, Gerüchten oder auch eigentlich bekannten Tatsachen über Verbrechen in der Kolonie nachzugehen, und er hat sich geweigert, er hat es einfach nicht gemacht. Aber auch später noch, als Sträfling schon weg war, also in den 80er Jahren, hat die Botschaft immer wieder flüchtige Colonos an Schäfer ausgeliefert. Tatsächlich ist es immer mal wieder vorgekommen, dass jemandem die Flucht gelungen ist. Und was macht man als deutscher Colono, der da flüchten kann und noch nicht mal die Landessprache spricht? Man versucht, sich nach Santiago durchzuschlagen und in die deutsche Botschaft zu kommen, weil man denkt, da wird einem geholfen. Und was hat die deutsche Botschaft gemacht? Die hat dann gesagt: Prima, wir fahren euch zum Flughafen, dann ihr habt ein Ticket nach Deutschland, und am Flughafen wartete aber bereits der alarmierte Paul Schäfer oder einer seiner Leute und haben die Leute geschnappt und zurückgebracht. Also, das ist letzten Endes Beihilfe zur Entführung, die die Botschaft da geleistet hat. Außerdem war die Konsularabteilung der Botschaft auch bei der pauschalen Verlängerung von Pässen und anderen Formalitäten dienlich. Die Pässe waren von Schäfer alle eingesammelt worden. Und dann wurden alle paar Jahre, fuhr jemand aus der Colonia nach Santiago und ließ die Pässe alle stempeln, damit sie verlängert waren. Und die eigentlichen Eigentümer dieser Pässe haben die Pässe nie gesehen. Genauso lief es mit Rentenzahlungen. Es waren ja einige, die hatten in Deutschland in die Rentenkasse eingezahlt, kriegten Renten. Die flossen auf das Konto der Colonia Dignidad. Und die Rentner selbst, die dort lebten, haben davon nie auch nur einen Pfennig gesehen. Auch in Chile gab es übrigens einen offiziellen Freundeskreis der Colonialidad. Dem gehörten Lokalhonoratioren aus der Region um Parral an. Da muss man dazu sagen, dass in der Region die Colonialidad bei den meisten Menschen außerordentlich wohlgelitten war, weil man diesen Mildtätigkeitsmythos auf den Leim gegangen ist. Und insbesondere wegen der kostenlosen Behandlung im Krankenhaus. Also dem gehörten Lokalhonoratioren aus der Region an. Und rechtsgerichtete Politiker und Deutsch-Chilenen aus der Hauptstadt. Besonders viele Unterstützer gab es, wenig, das wird Sie alle wenig verwundern, aus der UDI, also der Pinochet-treuen Partei. Die weitreichende politische Unterstützung, vor allem aber die inoffizielle Unterstützung durch Militär und Polizei, hatte zur Folge, dass sich nach dem Ende der Diktatur 89-90 in der Kolonie zunächst überhaupt nichts geändert hat. Zwar entzog der christdemokratische neue Präsident Patricio Aylwin der Sekte 1991 den Status der Gemeinnützigkeit, mit dem Steuerfreiheit der Freiheit einhergegangen war, und löste die Colonia Dignidad damit formal auf. De facto aber änderte sich für die Bewohner überhaupt nichts. Das heißt, der Zaun blieb bestehen, man durfte nicht raus. Und das blieb so bis 1996, als erstmals chilenische Ermittlungsbehörden strafrechtliche Ermittlungen gegen Schäfer aufnahmen, weil nämlich chilenische Jugendliche aus der Kolonie geflohen waren und sich an chilenische Gerichte gewandt haben und gesagt haben: Ich wurde sexuell von Schäfer missbraucht. Deutsche Jugendliche hatten das vorher schon öfter gesagt, aber da haben sich die chilenischen Gerichte nicht drum gekümmert, weil sie gesagt haben: das sind Deutsche, damit haben wir nichts zu tun. Jetzt waren es Chilenen, und nun wurden Ermittlungen eingeleitet mit der Folge, dass es mehrfach Razzien in der Colonia Dignidad gab nach 1996, also in den späten 90er Jahren, mit dem Ziel, Schäfer zu verhaften, der sich aber immer erfolgreich versteckt hat, auch weil es aus der Sekte Kontakt in die Polizei gab und es Warnungen gab. Und bevor die Carabineros anrückten,
hatte der sich längst in irgendwelchen Bunkern versteckt. Und allerdings wurde ihm dann irgendwann die Situation dann doch zu brenzlig, sodass er sich 1997 nach Argentinien abgesetzt hat. Vorher aber noch gelang es ihm erfolgreich, die Sekte im Abwehrkampf, wie er das genannt hat, gegen die äußeren Feinde zusammenzuschweißen. Das heißt, er ließ von den Colonos Hungerstreiks veranstalten und Mahnwachen, an denen übrigens auch Bauern und Bäuerinnen aus der Umgebung der Colonia teilgenommen haben, die quasi sowas wie einen menschlichen Schutzwall um die Colonia gemacht haben, um die Polizei nicht reinzulassen und die sich gewalttätige Auseinandersetzungen geliefert haben mit Angehörigen chilenischer Folter- und Mordopfer, die vor der Colonia demonstriert haben und dann haben sie sich gegenseitig in die Haare gekriegt. Gleichzeitig wurden übrigens auch die Chilenen, also die Angehörigen, die Familiares der Folter- und Mordopfer aus der Colonia über den Zaun mit Steinen beworfen und auch mit einer Wasserkanone, also mit so einem, wie nennt man das, so einem Wasserwerfer, beschossen quasi. Ja, Schäfer ist dann weg 1997 nach Argentinien, hatte aber über Funk und Briefverkehr nach wie vor Kontakt in die Kolonie und leitete das sozusagen von Argentinien aus. Aber weil er nicht mehr präsent war, lockerte sich das ein bisschen in der Colonia Dignidad. Das heißt, es war nicht mehr ganz so brutal, nicht mehr ganz so gewalttätig. Die ersten Ehen wurden gestattet und offiziell wurde auch die Prügelstrafe abgeschafft. Dann wurde 2005 Schäfer in seinem argentinischen Versteck von der argentinischen Polizei entdeckt und verhaftet, an Chile ausgeliefert und ein chilenisches Gericht verurteilte ihn wegen Kindesmissbrauchs zu einer langjährigen Haftstrafe, von der er nicht viel abgesessen hat, weil er nämlich 2010 im Gefängnis gestorben ist. Mit der Verhaftung gab es dann einen tatsächlichen Wandel in der Colonia Dignidad. Vorher aber fand die Polizei bei Razzien nach der Verhaftung, ach so, hier übrigens die CSU, das hatte ich Ihnen vorher nicht gezeigt, also dass irgendeine CSU-Parteidelegation, die in den 80er Jahren die Colonia Dignidad besucht und von den Colonos begrüßt wird. Das sind in den 90er Jahren Demonstrationen der Agrupaciones de Familiares vor der Schule, die man da hinten sieht. Und das ist eins der Waffenlager, das in den frühen 2000ern bei Razzien entdeckt wurde. So, das lassen wir erstmal, so sieht es nämlich jetzt aus. Zwar von 2016, aber das könnte auch heute aufgenommen sein. Ja, also Schäfer war tot. Es wurden die Waffenlager entdeckt. Außerdem wurden zwei der ehemaligen Massengräber lokalisiert. Bis heute allerdings wird weiter nach den Massengräbern gesucht. Also die Kripo ist nach wie vor aktiv auf dem Gelände und gräbt im Wald, um Spuren der Massengräber zu finden. Bislang erfolglos. Es wurde nicht nur Schäfer verurteilt, sondern etwa ein gutes Dutzend Führungsmitglieder aus der Ex-Colonia wurden vor Gericht gestellt in Chile. Und zu teils langen Freiheitsstrafen verurteilt. Gegen einen, nämlich den Arzt Hugo Bahr, wurde in Deutschland ein Verfahren eingeleitet, dann aber eingestellt, skandalöserweise, weil Bahr als Hopp, nicht Bahr, Hopp hieß der. Der war der Arzt der Sekte und der war für diese Elektroschocks verantwortlich und für die Medikamente, die verabreicht wurden. Und der lebt irgendwo, ich glaube, Wuppertal, Oder? nee, Wuppertal, glaube ich, irgendwo in NRW. Und das Verfahren gegen ihn ist vor einigen Jahren endgültig eingestellt worden. In Chile ist er in Abwesenheit verurteilt worden zu einer langjährigen Freiheitsstrafe. Es gibt auch ein Auslieferungsersuchen aus Chile, aber dem kommt die deutsche Justiz nicht nach, weil es kein Auslieferungsabkommen mit Chile gibt. Das heißt, er lebt unbehelligt, obwohl er neben Schäfer der zweite Haupttäter ist. Ach, Ja, und natürlich wurden auch etliche der Komplizen aus dem chilenischen Geheimdienst verurteilt. Manuel Contreras zum Beispiel, der auch tot ist mittlerweile, soweit ich weiß.
Ja, nun war sozusagen, gab es die Colonia Dignidad in der Art nicht mehr, also zumindest Schäfer gab es nicht mehr. Und es wurde eine Neuorientierung nötig. Zunächst waren die Colonos komplett orientierungslos. Sie müssen sich vorstellen, das waren Leute, die 60 Jahre, 50, 60 Jahre in einer radikal totalitären Herrschaft gelebt haben und denen sozusagen jegliches eigenes Denken, jegliches eigenes Handeln systematisch ausgeprügelt worden war. Und plötzlich waren die für sich selbst verantwortlich. Und also die wussten nicht, was sie machen sollten. Und einige haben mir erzählt, die haben Wochen, Monate lang in der Ecke gesessen und geheult, weil sie nicht wussten, was sie machen sollten. Und dann haben die Kinder der ehemaligen Führungsschicht, die ja dann so um 2005, da müssen die so um die 35 gewesen sein, ja, das kommt hin, Anfang 70 geboren. Die haben dann die Fäden in die Hand genommen, haben ein Hotel eingerichtet, das ist das hintere Gebäude, was man hier sieht, haben in dem ehemaligen Zippelhaus, das ist das Gebäude links, ein Restaurant eingerichtet und die landwirtschaftlichen Güter gibt es nach wie vor, auch Forstwirtschaft wird betrieben, das Gelände ist nach wie vor sehr groß, wobei mittlerweile von den Wäldern mindestens die Hälfte verkauft wurde und von der anderen Hälfte ist mindestens die Hälfte verpfändet. Weil die Gesellschaft, die das betreibt, das ist eine Holding, offensichtlich verschuldet ist, wobei da die Meinungen auseinandergehen, je nachdem, wen man fragt. Es wird immer noch vermutet, dass irgendwo irgendwelche Gelder versteckt sind. Sicher ist, dass Schäfer Millionen auf ausländischen Konten liegen hatte. Wenn ich es richtig sehe, und ich kenne die Verhältnisse relativ gut, ist tatsächlich dort vor Ort kein Geld mehr. Und man muss sagen, dass die Colonos, selbst diese Führungsschicht, die leben in sehr, sehr prekären Verhältnissen. Also, ja, also unter sehr schlechten Bedingungen. Die sind wirklich arm. Was nicht heißt, dass vielleicht irgendwo noch Geld liegt, auf das aber niemand Zugriff hat. So, jetzt war ich aber erstmal in der Orientierungs-, in der Neuorientierungsphase, also erstmal Verzweiflung. Dann sind etwa ein Drittel der Bewohnerinnen nach Deutschland zurückgegangen. Also es waren gute 300, die da gelebt haben, 2005. 2005 etwa 100 sind nach Deutschland gegangen. Knappe 100 sind in Chile geblieben, aber haben die Colonia oder die Villa Baviera verlassen. Die meisten sind nach Südchile gegangen und arbeiten dort als Landarbeiter auf Fundus von Deutschchilenen. Ein paar sind auch nach Santiago gegangen und arbeiten da als Handwerker. Einer ist Rechtsanwalt geworden. Aber gut 130 Leute leben immer noch in der Villa Baviera und wollen da auch nicht weg. Die leben von deutschen Rentenzahlungen. Mittlerweile werden die Renten ja ausgezahlt, aber das gilt nur für die ganz, ganz Alten, also die, die 1961 erwachsen waren, die als Kinder nach Chile gekommen sind, die haben nie in irgendeine Rentenversicherung eingezahlt. Das heißt, diese Kindergeneration, die sind ja mittlerweile über 60 Jahre alt, viele schon 70, 75. Und die arbeiten immer noch, weil sie keinerlei chilenische Rente bekommen. Einige bekommen diese chilenische Mindestrente, die gibt es ja für jeden, von der man aber nicht wirklich leben kann. Es gibt keine Mindestrente. Doch, aber 80.000, also Ja, 80 Euro, 100 Euro. genau. Eben. Das kriegen die, aber ja, davon kann kein Mensch leben. Und deswegen arbeiten die weiter, weil sie sonst keine Möglichkeit haben und gucken natürlich mit Sorge darauf, was passiert, wenn sie 80 oder 90 sind. Von Deutschland haben sie immerhin in den letzten Jahren etwa 10, haben sie Entschädigungszahlungen bekommen. Und die nicht Entschädigungszahlungen heißen, weil die Bundesrepublik keinen Präzedenzfall schaffen möchte. Übrigens auch bei der Zwangsarbeiterentschädigung für NS-Zwangsarbeiter, die durch die Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft gezahlt wurden, so in den Nullerjahren wurde das ja alles ausgezahlt. Insgesamt 10 Milliarden Euro. Auch die hießen nicht Entschädigungszahlungen, sondern es waren humanitäre Hilfszahlungen. Und auch das, was die Bundesregierung hier geleistet hat, waren humanitäre Hilfsleistungen. Also die sind nicht verbunden mit irgendeinem Schuldanerkenntnis.
Dies war eine Entschädigung, ja wäre. Entschädigen kann man nur jemanden, wo man schuld dran ist. Von diesen 130, die dann noch leben, haben etwa die Hälfte jeweils 10.000 Euro bekommen. Als Einmalzahlung und als endgültige Einmalzahlung. Ist auch nicht dolle. Also da kann man vielleicht, wenn man sehr sparsam ist, 2 Jahre von leben und dann ist es auch wieder weg. Etliche haben es nicht gekriegt, weil, da muss ich jetzt gerade mal hier reingucken, wie das heißt. Bin ich ein bisschen hier vorweggegangen schon. Irgendwo habe ich das Zitat, wie es in der. Es kriegen diejenigen Geld, die in der Colonia Dignidad seinerzeit ihren tatsächlichen Lebensmittelpunkt hatten, ohne dem Täterkreis zugerechnet zu werden. Das ist ein Beschluss des Bundestages. Nun ist das Problem, dass ja ganz, ganz viele, eigentlich alle, fast alle Bewohnerinnen der Colonia Dignidad sowohl Täter als auch Opfer sind, weil es dieses kollektive Herrschaftssystem gab. Und deswegen haben drei Historiker, wurden vom Auswärtigen Amt beauftragt, ich gehöre nicht dazu. Und ich weiß, wer es ist, aber ich darf die Namen nicht nennen, weil man nicht, also das soll nicht bekannt werden, wer das gewesen ist. Und die haben Einzelfallentscheidungen gemacht. Das heißt, die haben sich jeden konkreten Einzelfall von 200 Leuten angeguckt und haben gesagt, der ist mehr Opfer, deutlich mehr Opfer als Täter und kriegt deshalb die 10.000 Euro. Der ist mehr Täter oder vielleicht genauso Täter wie Opfer, der kriegt keine 10.000. Eine ganz, ganz schwierige Entscheidung. Ich möchte nicht in der Haut dieser Leute stecken und ich kenne einen konkreten Fall, wo ich glaube, dass der auf jeden Fall entschädigungsberechtigt wäre. Das ist jemand, der in den 70er Jahren 12 Jahre alt war. Also er ist als Kind nach Chile gekommen und der war auffällig und deswegen wurde er separiert von den anderen Jungen und hat in einem fensterlosen Raum über dem Kartoffelkeller geschlafen. Und der hat nachts immer die Schreie und Schüsse gehört, wenn dort gefoltert und gemordet wurde. Und hat später vor Gerichten darüber ausgesagt und hat dazu beigetragen, dass etliche von den Tätern verurteilt wurden. Als er dann etwas älter war, 18, 19, war er sogenannter Läufer. Läufer waren junge Männer, die von Schäfer als so eine Art Hilfskräfte verwendet werden, um seine Befehle von einer Stelle an die nächste zu tragen. Und da hat er auch sich an, also hat er, wurde er gezwungen, an Prügelorgien teilzunehmen. Und deswegen gilt er als Täter und hat keine Entschädigung gekriegt. Und ein sehr guter Bekannter von mir ist einer von diesen drei Historikern. Der war der Einzige, der gesagt hat, er ist dafür, dass der die Entschädigung kriegt. Und die anderen beiden waren dagegen. Und jetzt waren wir in Chile im Oktober. Dieser Bekannte war mit dabei. Und dann ist dieser damals junge Mann, jetzt ist er so 65, zu uns gekommen und gesagt, ich habe meinen Ablehnungsbescheid gekriegt. Wie kann das sein? Und der andere saß dabei, der in dieser Kommission, was das wusste, aber dieser das Opfer oder Täter, wie auch immer. Also es ist eine ganz, ganz schwierige Frage, wie man das entscheiden möchte. So, jetzt bin ich ein bisschen, ich habe mich hier vom Text gelöst, aber es ist auch nicht weiter schlimm. Ja, was wird da betrieben in der Kolonie? Sehen Sie schon, das Hotel, Gastwirtschaft, die Gewalt der Geschichte der Kolonie ist längst zum touristischen Faktor geworden. Da spielt Voyeurismus eine Rolle. Man könnte das auch mit einem Fachbegriff bezeichnen, Dark Tourism. Und das ist etwas, was die Kolonia ganz, oder die Ex-Kolonia, ganz bewusst betreibt. Das heißt, es kommen täglich Busladungen von chilenischen Besucherinnen und Besuchern in die Villa Baviera, werden dort empfangen und bekommen eine Führung über das Gelände von den Colonos durch das Museum. Also da wird auch Gewalt erzählt im Museum, aber es ist extrem ambivalent, weil auch diese Mythen verbreitet werden. Der Mythos der Gewalt, der Mildtätigkeit, der Mythos des Urbarmachens des unkultivierten Landes,
Der Mythos von Paul Schäfer als Alleintäter. Und das wird denn da erzählt. Und zum krönenden Abschluss gibt es dann Schweinshaxe im Zippelhaus bei bayerischer Musik. Ja. Und Bier natürlich. Und selbstgebrautes Bier übrigens. Und ja, das ist kein sachlich und ethisch angemessener Umgang mit diesem Ort und seiner Geschichte. Und es gibt der einzige Ort, der sozusagen memorialisiert wird, ist der ehemalige Kartoffelkeller. Da hängt eine kleine Tafel, ich weiß gar nicht, ob die hier. Ach so, das ist übrigens das Zippelhaus, das Restaurant. Das ist noch was anderes, sage ich gleich. Also am Kartoffelkeller außen hängt eine kleine Tafel und da steht drauf Monumento Nacional und, oder Patrimonio Nacional und ehemaliger Kartoffelkeller. Mehr steht da aber nicht, sonst keine Erläuterung, gar nichts. Und der ist normalerweise abgeschlossen, der Kartoffelkeller, da kommt man nicht rein, aber wenn die Agglomeration ist und da sind, dann wird auch geschlossen und dürfen da reingehen, Blumen niederlegen und ja, aber sonst ist da nichts. Es gibt ein Denkmal außerhalb der Colonia Dignidad, das ist an diesem Fluss, Perquilauquén, in den die Asche gekippt wurde. Und da haben die Agrupaciones aus der Region Paraltalca ein kleines Denkmal eingerichtet in den 90er Jahren. Das ist im Prinzip das einzige Mahnmal-Denkmal, wo man das bezeichnen möchte, rund um die Kolonialität. Und wie gesagt, außerhalb, nicht drin. Drinnen gibt es eben nur diese kleine Tafel am Kartoffelkeller und es gibt die zwei lokalisierten Massengräber, an denen aber auch nichts weiter ist, nur Löcher im Boden. Und ein bisschen Absperrband von der Kripo, das da irgendjemand vergessen hat, wieder wegzunehmen nach den Ausgrabungsarbeiten. Und auch da finden manchmal Gedenkveranstaltungen statt. Aber sonst, sozusagen der Alltag in der Villa Mariera ist halt sozusagen der touristische Betrieb und diese völlig unangemessene Art und Weise der Musealisierung und touristischen Nutzung dieses Ortes, in dem die Geschichte ja eine Rolle spielt, aber eben unter den eben beschriebenen Voraussetzungen. So, wie weiter? Das Ganze ist ein ganz schwieriges Unterfangen. Ich habe ja vorhin gesagt, dass 2016 Bundespräsident, nee, damals der damalige Außenminister Frank-Walter Steinmeier, heutiger Bundespräsident, eine Aufarbeitung der Geschichte der Kolonialität aus deutscher Perspektive angeschoben hat. Und das war tatsächlich, er hat da sehr geholfen. Dann kam aber, dann ist er relativ schnell, war er dann kein Außenminister mehr, sondern kam Heiko Maas und danach Frau Baerbock und beide haben in ihren jeweiligen Amtszeiten keinerlei Engagement gezeigt, diesen Prozess weiter zu verfolgen. Also weder Maas noch Baerbock. Und nach 2016 wurde eine deutsch-chilenische Regierungskommission eingesetzt, die sogenannte Comixta, deren Aufgabe es ist, einerseits humanitäre Hilfe für die Betroffenen zu organisieren in den jeweiligen Ländern und andererseits den Weg zu ebnen für eine ethisch und wissenschaftlich, museologisch, gedenkstättendidaktisch angemessene Art und Weise des Umgangs mit der Geschichte am historischen Ort, sprich der Einrichtung einer Dokumentations- und Gedenkstätte. Dafür wurden 2018 vier Personen, zwei Deutsche, zwei Chilenen, als eine Expertengruppe ernannt, die ein Konzept erarbeiten sollten für eine Gedenkstätte. Diese vier waren Elke Gillespie und ich aus Deutschland und zwei Chilenen, Elisabeth Lira, die arbeitet an der Universidad del Hurtado, heißt die, glaube ich. Ist eine sehr bekannte Psychologin, Sozialpsychologin und hat viel über
traumatische Erfahrungen von Diktaturopfern gearbeitet, ist die Doktormutter von Erin, die hier gewesen ist. Und, oh Gott, wie hieß er noch? Jetzt habe ich den Namen vergessen. Egal. Der ehemalige Leiter des Nationalorchesters von Chile, der an der UD Chile irgendeine Abteilung geleitet hat und jetzt im Nationalarchiv, glaube ich, sitzt. Das war 2018, als gerade die zweite Regierung Piñera ins Amt gekommen war. Und das ist mit ein Grund, weshalb am Anfang, also wir haben gearbeitet, aber wir haben ein einziges Mal vor der Comixta, nämlich 2018, erste Überlegungen präsentiert. Danach wurden wir nie wieder gehört. Also wir haben nie vor der Comixta dann nochmal irgendwas erzählt, obwohl wir ja von denen beauftragt worden waren. Und in Chile gab es zu diesem Zeitpunkt keinerlei Bereitschaft, irgendetwas voranzubringen. Man muss wissen, Justizminister war Hernán Larraín, der Mitglied des chilenischen Freundeskreises Colonia Dignidad gewesen war, UDI-Politiker. Und ja, also ich bin kein Freund falscher historischer Analogien, aber stellen Sie sich mal vor, man hätte Heinrich Himmler in den 60er Jahren zum Beauftragten für Gedenkstättenarbeit gemacht. Hätte nicht funktioniert. Und das funktionierte auch nicht. Und Gedenkstättenarbeit ist in Chile im Justizministerium, in der Subsecretaría für, wie heißt die, Derechos Humanos und noch irgendwas angesiedelt. Leider muss man sagen, ist unter der neuen Regierung Boric das Ganze überhaupt nicht besser geworden, sondern im Gegenteil noch schlechter. Und dazu kann ich gleich was sagen. Aber zunächst nochmal zu der deutschen Seite. Auch im Auswärtigen Amt hat man, nachdem Steinmeier weg war, das war der Chef. Wenn der Chef das sagt, dann muss es gemacht werden. Aber der Beamtenapparat hatte eigentlich keine Lust. Und aus welchen Gründen auch immer. Erstens, weil es Arbeit macht. Und zweitens, weil es auch ja, sowas wie eine institutionelles Chordenken gibt im Auswärtigen Amt und Loyalitäten gegenüber den Altvorderen. Und man arbeitet offensichtlich nicht gerne an schmutzigen Geschichten aus dem eigenen Haus. Das ist ein Grund. Der zweite Grund ist, dass es im Auswärtigen Amt das Rotationsprinzip gibt. Und wir arbeiten seit 2016, also seit 2018 als offizielle Experten. Vorher haben wir Dialogseminare mit den Opfergruppen gemacht. Wir machen das auch jetzt noch. Also seit 7 Jahren. Und wir haben mittlerweile die dritte oder vierte Generation von Beamten im Auswärtigen Amt, die für uns zuständig sind. Und man muss jedes Mal wieder von vorne anfangen. Es gibt kein institutionelles Gedächtnis. Das heißt, nach 3 Jahren werden die Leute ausgetauscht und man muss irgendwelchen Leuten wieder von vorne anfangen, das zu erzählen. Und zwar Leuten, die keine Lust drauf haben. Das ist extrem nervend und frustrierend. Also auch auf deutscher Seite hat sich nicht viel getan, zumal Heiko Maas. Also wenn der Chef zeigt, dass er kein Interesse dran hat oder die Chefin jetzt, dann arbeiten die erst recht nicht. So, also von deutscher Seite tatsächlich nicht viel. Dann das ist ein Grund. Der zweite Grund ist, dass es nicht so einfach ist, dass es sehr unterschiedliche Opfergruppen gibt, die sich untereinander auch überhaupt nicht grün sind. Erste Opfergruppe, die Colonos. Die auch wieder Untergruppen haben. Es gibt zum Beispiel eine eigene Gruppe, die nennt sich ADEC, Asociación de, weiß ich nicht. Das sind die Colonos, die aus der Villa Baviera ausgezogen sind und außerhalb wohnen und sehr in Opposition zur heutigen Führungsschicht stehen. Also die Oppositionellen, wenn man so möchte. Dann gibt es die, die in der Colonia sind, die auch unterschiedlich sind. Und auch innerhalb der Führungsschicht gibt es Unterschiede. Es gibt zum Beispiel die Anna Schnellenkamp, heißt sie, die leitet das Museum und ja, das Museum auch. Die hat das Museum gemacht. Und die leitet aber das Hotel und das Restaurant, also den touristischen Betrieb. Die hat das in Deutschland gelernt. Die ist in den frühen 2000ern, war sie in Deutschland mehrere Jahre. Und die ist sehr offen, was einen kritischen Umgang mit der Geschichte anbelangt. Das Museum, okay, das ist nicht wirklich kritisch, aber das hat auch, also es sieht ein bisschen so aus wie ein Dorfmuseum, wie man es aus Deutschland kennt.
Das ist einfach nicht professionell gemacht. Und das ist, sie meint es aber eigentlich gut, muss man sagen. Ihr Bruder ist der Chef der Holding, Thomas Schnellenkamp. Der zeigt weniger Interesse. Und dann gibt es noch einen dritten, der heißt Horst Schreiber. Das ist ein Scharfmacher, der gegen jegliche kritische Aufarbeitung der Geschichte ist. Also auch untereinander sind die zerstritten. So, das sind die Kolonnen, die untereinander auch zerstritten sind. Dann gibt es eine zweite große Opfergruppe, die chilenischen, die Angehörigen der chilenischen Verschwundenen und Folteropfer und Mordopfer. Die wiederum sind in zwei große Gruppen gespalten. Es gibt eine Gruppe, die in Santiago sitzt. Das ist die nennt sich Asociación Colonia Dignidad und behauptet sozusagen der Oberverband der Opfer der Colonia Dignidad zu sein. Wird geführt von einer Frau, die selbst überhaupt gar keine Verwandtschaft und keine Beziehung zur Colonia, also ja, die hat keine persönliche Beziehung zur Colonia Dignidad, ist auch selbst nicht verfolgt worden. Verkauft sich aber als die gewissermaßen als die Oberverfolgte. Übrigens eine Erfahrung, die ich auch in Deutschland gemacht habe. Ich arbeite wunderbar mit Überlebenden zusammen, mit denen so enge Freundschaften aus den KZs entstanden sind. Ganz schwierig ist es mit den Zeugen der Zeugen, die sozusagen die Erinnerung oder die moralische Autorität der Überlebenden kapern, um ihre eigenen partikularen Interessen zu verfolgen. Und so ist es bei dieser Frau, Margarita Romero heißt sie. Sie hat sehr stark Einfluss auf die Regierung, weil sie nämlich aus bürgerlichen Kreisen stammt, studiert ist, ich glaube, die ist sogar promoviert. Und diejenigen, die in ihrem Verband sitzen, das sind alles linksgerichtet, zwar linksgerichtet, aber eigentlich aus herrschenden Kreisen, aus wohlhabenden Kreisen, aus wohlhabenden linksgerichteten Kreisen. So, und dann gibt es den zweiten großen Opferverband, das sind die Opfer aus der Region Zaral, Talca, Maule. Und das sind überwiegend sehr einfache Menschen, Bauern, Arbeiter, Arbeiterinnen. Und diese beiden Gruppen können miteinander überhaupt nichts anfangen. Die aus Santiago gucken mit Verachtung auf diese Bauern aus der Umgebung von Parral. Und die aus Parral sagen, die wollen mit denen aus Santiago nichts zu tun haben. Die gehen auch nicht zusammen in einen Raum. Sind komplett verfeindet. Und es ist wirklich schwierig mit, ja, also wir haben es tatsächlich geschafft. Wir haben jetzt in diesen 7 Jahren Dialogveranstaltungen mit Opferverbänden, wir haben tatsächlich alle zusammengekriegt. Ja. Und die Familiares von der Denio, Ja. das ist eine andere Gruppe, Nein, oder? das sind die. Das Ah, sind die okay. aus der, also aus der Region. Oh, Maule. Maule. Okay. Ja. Weil die meisten Opfer der Colonia kamen aus der Region Maule. Es waren relativ wenige, die aus Santiago kamen. Ah. Gab es auch, aber nicht so viele. Oder aus dem Norden gab es auch welche. Es gibt welche, die in Maule mit organisiert sind, die aber eigentlich aus La Serena kommen. Aber die wollen auch mit denen aus Santiago nichts zu tun haben. So, das sind die, ja, die Familiares und es gibt auch ein paar wenige Überlebende, die Folteropfer waren und nicht ermordet wurden. Die würde ich jetzt mal mit dazu zählen. Dann gibt es als nächste Opfergruppe die chilenischen Kinder, die mittlerweile natürlich keine, also die aus den 90ern, die mittlerweile keine Kinder mehr sind, sondern die sind so Mitte 30, würde ich mal sagen, die auch einen eigenen Verband gegründet haben. Und das sind übrigens die einzigen, die eine nennenswerte Entschädigung bekommen haben. Die haben geklagt, zivilrechtlich, gegen die Holding der Villa Baviera und haben mehrere Millionen Euro bekommen. Also die haben richtig viel Geld gekriegt, also vergleichsweise. Und am schlechtesten davon gekommen sind die Familiares und Folter- und Mordopfer. Die kriegen geringe chilenische Opferrenten, aber ja, Sehr wenig, wenig. sehr wenig. So, und wir machen seit, wie gesagt, seit 7 Jahren Dialogseminare, mit denen wir haben angefangen, erstmal über Bande zu spielen, haben die nach Deutschland eingeladen. Und haben ihnen das Haus der Wannsee-Konferenz gezeigt. Da hat Elke Gileski früher gearbeitet. Jetzt ist sie Leiterin der Stiftung Niedersächsische Gedenkstätten. Die ist in La Paz aufgewachsen und spricht perfekt Spanisch und hat übrigens auch am Pädagogik. Nee, gar nicht. Die hat nicht am Pädagogik, aber auch in Santiago studiert. Und hat einen starken Zugang zu Chile.
Und dann nach dem ersten Treffen hier in Deutschland, seitdem findet das in Chile statt, immer einmal im Jahr. Und es ist jedes Mal so, dass wir sind immer eine Woche da und am ersten Tag fängt man wieder komplett von vorne an. Weil nämlich in der Zeit, wo wir weg sind, die Animositäten untereinander wieder zunehmen und innerhalb dieser einen Woche kriegen wir das dann hin, dass sie miteinander reden und die sollen sich nicht versöhnen, ganz bestimmt nicht, aber sie sollen Empathie füreinander finden. Und immerhin, wir sind schon recht weit vorangekommen. Die Agrupaciones aus der Region sind mittlerweile relativ häufig in der Villa Barreda, sprechen auch mit den Colonos. Die haben vorher, also sie haben höchstens mit Steinen geworfen, aber niemals gesprochen. Sprechen mit denen und haben auch anerkannt, dass auch die deutschen Colonos Opfer sind. Und gleichzeitig aber verweisen sie natürlich auch, dass sie gleichzeitig, zumindest manche von ihnen, auch Täter sind. Das ist ja diese Schwierige. Und die Deutschen wiederum haben anerkannt, dass diese Menschen traumatisiert sind dadurch, dass ihre Söhne, Töchter, Brüder, Schwestern verschwunden sind und man nicht weiß, wo das Grab ist, was ein unerträglicher Gedanke ist. Und das ist, glaube ich, das größte Ziel dieser Leute. Die wollen einfach die Gräber finden, um Frieden zu finden. Und das haben die Deutschen immerhin anerkannt. So, und das sind jetzt nicht mehr die bösen kommunistischen Steinewerfer, sondern sie werden als Opfer anerkannt. Das ist also schon ein guter Schritt. Und ja, also wir haben ein Gedenkstättenkonzept erarbeitet. Dazu kann ich vielleicht gleich noch was sagen. Ich glaube, ich habe schon viel zu lange gesprochen. Oh ja. Und haben das mit den Opferverbänden besprochen. Und es ist auf Zustimmung von allen gestoßen, mit Ausnahme von Margarita Romero. Und die wiederum hat einen Zugang zur Regierung und hat es geschafft, dass die Regierung die Expertengruppe letztes Jahr aufgelöst hat. Also die chilenische Regierung hat gefordert in der Comixa, dass wir rausgeschmissen werden. Das ist passiert. Und das Konzept, das wir erarbeitet haben, an dem wir 3 Jahre gearbeitet haben, dickes Ding, ist in die Schublade gewandert und die chilenische Regierung sagt, das ist ein Vorschlag unter vielen, die noch erarbeitet werden können und wir fangen nochmal komplett von vorne an. Das haben sie letztes Jahr gesagt. Dieses Jahr haben sie gesagt, wir haben gemerkt, dass man eigentlich keine Lösung finden kann und es wird keine Gedenkstätte geben, sagt die chilenische Regierung. Und das Einzige, was sie machen wollen, ist eine Plakette an dem Kolonialhaus in Padal anbringen. Am historischen Ort selbst, sagt die chilenische Regierung, passiert jetzt nichts mehr. Das Auswärtige Amt wiederum sagt, ja, das finden wir eigentlich nicht gut, das sagen wir zu uns. Ich vermute aber, dass man eigentlich ganz zufrieden ist, weil man sich hinter der chilenischen Regierung verstecken kann und das eigene Nichtstun sozusagen legitimieren kann damit, dass die Chilenen wollen das ja nicht anders. Und damit ist dieser ganze Prozess de facto zum Erliegen gekommen. Und die Colonos und die anderen Opfergruppen, mit denen wir seit 7 Jahren arbeiten, sind, um es mal so deutlich zu sagen, verarscht worden. Punkt. Damit höre ich erstmal auf. Für das Nichttun der chilenischen Regierung haben wir gedacht, okay, in der ganzen Region gibt es kaum eine Kultur dafür. Und mit der ersten Museum in Santiago über die Menschenrechte war so wie ein Tabu gebrochen. Und sollten Nachfolgeehe. In ihrer hat das verhindert und sieht man, die amtierende Regierung hat auch keine Lust, das reinzutragen. Die Gedanke wäre, ja, ist uns beinahe unbekannt. Wir haben ein einziges Museum. Es gibt ein paar Gedenkstätten. Sogar ein Sohn von mir hat es dort gearbeitet, in einem Fotozentrum. Aber das für auch. Also, es ist nicht vor allem, man konnte denken, wie die Chinesen wollen das auch ein wenig vergessen. Nach den Krawallen von 2019, vielleicht gibt es andere Probleme. Man konnte Verständnis haben, aber langfristig sehe ich keine gute Lösung, das zu verstecken oder zu verschieben.
Also, ja, das sehe ich genauso. Und mit dem Museo del Memoria übrigens arbeiten wir sehr eng zusammen. Und ich sehe die Kollegen dort eigentlich regelmäßig. Aber denen sind auch die Hände gebunden. Es gibt auch andere Gedenkstätten, was ich, Londres del Deocho, das ist Estadio Nacional, die ein tolles Konzept haben, finde ich, so ein dezentrales Konzept. Mit denen haben wir jetzt im Oktober gesprochen. Die wollen alle, aber wenn die Regierung nicht mitzieht. Und das Problem bei der Regierung ist, dass in der relativ kurzen Zeit, die es die Regierung Bonn gibt, es mittlerweile den dritten Subsekretario für den Bereich Menschenrechte und Gedenkstättenarbeit. Also auch da sind es noch, also bei den Deutschen ist es alle 3 Jahre, in Chile was eben alle 3 Monate. Muss man mit neuen Leuten arbeiten und von vorne anfangen. Und wir haben jetzt im Oktober mit dem aktuellen Subsekretär gesprochen. Der war das seit einem halben Jahr. Und der hat uns als erstes gesagt, naja, ich bin das ja erst ein halbes Jahr und ich konnte mich darum bisher nicht kümmern. Außerdem hatten wir jetzt 50 Jahre Putsch und da mussten wir die ganzen Veranstaltungen organisieren und habe mich darum deswegen nicht gekümmert. Aber eins kann ich Ihnen schon mal sagen, und das war genau das Gegenteil dessen, was die Subsekretärin davor gesagt hat. Mit der Zivilgesellschaft wird das sowieso nicht funktionieren. Vorher war das Argument, die Zivilgesellschaft muss eingebunden werden. Das war auch ein Argument vor allen Dingen gegen uns vier professionelle Historikerinnen gewesen, dass es hieß, es muss die Zivilgesellschaft eingebunden werden. Jetzt sagte der, also mit der Zivilgesellschaft funktioniert das schon gar nicht. Das geht nur, wenn man das von oben anordnet. Und ja, also ich bin ziemlich frustriert, wie man wahrscheinlich hört. Ich habe eine Frage. Ich habe verstanden, dass die Regierung hier in Deutschland das nicht anerkannt hat. Also was da in der Kolonia Dignidad passiert hat. Steinmeier, ja, der hat eine offizielle Erklärung abgegeben und Schuld, also Teilschuld oder Verantwortung anerkannt. Aber es gibt keine juristische Anerkennung. Das ist diese Geschichte mit den humanitären Hilfszahlungen. Weil da, also es gibt auch noch so eine, da habe ich auch mal teilgenommen an ein, zwei Sitzungen. Es gibt noch einen, so eine, wie nennt sich das, gemischte Kommission. Das ist nicht die Comixta. Die Comixta ist die gemischte Regierungskommission Deutschland-Chile. Es gibt noch in Deutschland eine gemischte Kommission, das wird manchmal verwechselt. Das ist eine gemischte Kommission aus Bundestagsabgeordneten und Regierungsvertretern aus allen beteiligten Ministerien. Als Abgeordneten spielen eine gute Rolle, insbesondere Renate Künast von den Grünen und Gott, wie heißt Brandt, Matthias Brandt von der CDU aus der Region Fulda. Der gehört eigentlich eher so, also eine Region, die sehr, sehr konservativ ist eigentlich. Und der spielt eine super Rolle. Und das ist der Einzige, der jetzt gesagt hat, er wird dem nicht zustimmen, dass die Gedenkstättenpläne de facto beerdigt sind. Also da muss man sich auch von parteipolitischen Scheuklappen trennen. Der spielt eine sehr gute Rolle. Künast bis vor kurzem auch, aber seitdem ihre eigene Partei das Ministerium führt, ist sie ruhig geworden. Und das so, dass eigentlich unser einziger wichtiger Verbündeter jetzt nur noch der Brandt ist von der CDU. Und ja, und in diesen gemischten Kommissionssitzungen, da ist mir das ganz klar geworden, von wegen Furcht vor Präzedenzfällen. Da saßen nämlich Leute aus dem Innen- und aus dem Justizministerium mit am Tisch, als es um die Zahlungen an die Colonos ging. Und die wollten auf gar keinen Fall, dass das auch nur ansatzweise irgendwas mit Entschädigung zu tun hat, weil da nämlich ein ganzer Rattenschwanz dranhängt an Verbrechen, die von Deutschen außerhalb Deutschlands an andere Menschen begangen wurden. Angefangen zum Beispiel mit dem Völkermord an den Herero und Nama in damaligen Deutsch-Südwestafrika, Namibia. Genau, Und also die Befürchtung gibt es, dass da sozusagen ein Präzedenzfall das ist wird und dann nicht andere passieren. kommen und auch Geld haben wollen. Das ist der Punkt. Ansonsten, diese paar Colonos, den könnte man also notfalls jedem 1 Million Euro geben, das könnten die Deutschen auch finanzieren. Aber der Präzedenzfall, der wird befürchtet. Siehst du, wir kommen nicht voran, weil die Regierungen wenig Interesse zeigen. Aber wir haben ein Konzept.
Ja. Die Konzepte kennen die Öffentlichkeit nicht, aber könnte man das nicht als Privatinitiative Das ist betrachten? tatsächlich etwas, was wir im Augenblick diskutieren. Also das Erste, was wir jetzt konkret gerade machen, ist, dass wir ein Buch vorbereiten, das dieses Jahr im Sommer rauskommen soll, in dem der gesamte Prozess geschildert wird, inklusive dem Prozess, also dem Konzept. Dass wir nämlich nicht, also die beiden Regierungen haben von uns verlangt, dass wir es nicht veröffentlichen. Wir haben es aber de facto veröffentlicht. Den Text haben wir nicht veröffentlicht, aber wir haben, als die uns gesagt haben, ja, das soll keiner wissen, haben wir das war während Corona, eine Zoom-Konferenz gemacht, die offen für alle war. Und da waren 300 Leute aus China und aus Deutschland und dann haben wir sozusagen paraphrasiert, was in dem Konzept steht. Also es ist kein Geheimnis. Und ich habe das auch hier in diesem Buch, ist es im Prinzip steht es auch drin. Da ist ein Artikel von Elke Gilles und mir drin. Da steht auch das Konzept drin. Also es ist kein Geheimnis. Und mit diesem Buch wollen wir zeigen, was alles passiert ist, und eigentlich soll ein bisschen Druck ausüben. Wir befürchten allerdings, dass das nicht viel bringt. Und deshalb gibt es sozusagen den Plan B, den wir jetzt angefangen haben zu diskutieren, nämlich tatsächlich eine Privatinitiative zu machen und uns eine Parzelle in der Ex-Colonia zu kaufen und mit Spendengeldern dort eine erste kleine Gedenkstätte, also eine Ausstellung mit einem Dokumentationsgebäude zu errichten, wenn es die Regierung nicht hinkriegt. Und so sind in Deutschland, insbesondere in Westdeutschland in den 80er Jahren, viele der heutigen Gedenkstätten entstanden. Das waren zivilgesellschaftliche Initiativen, die klein angefangen haben. Und wenn wir es sozusagen mit den Regierungen schaffen, dann so. Aber das werden wir, also Elke, Gillespie und ich, von hier aus nicht hinbekommen. Also wir haben ja auch noch andere Jobs. Ich habe zwei Jobs, Forum Wald und Uni. Kann ich nicht nebenher noch eine Gedenkstätte in China aufbauen? Also da müssen wir jemanden finden, der das macht. Aber wir würden hier Lobbyarbeit betreiben und auch versuchen, Gelder einzusammeln. Jens, es gibt noch eine Frage in unserem Live-Raum. Ja. Ja. Elsa? Ja, ich habe auch noch eine Frage. Und zwar, ich war 2018 im Süden von Chile, da habe ich auch das erste Mal von der Colonia erfahren und war dann, meine Familie hat lange in Chile gewohnt und dann haben wir da so Freunde von der Familie besucht in der Nähe von Valdivia, wo wir damals gewohnt haben und waren bei so einer Frau zu Hause, die auch deutsche Vorfahren hatte und das war ein sehr, also absurdes Erlebnis für mich, in dieses Haus reinzukommen, in dem so ein, ja, deutscher Traditionalismus, würde ich das jetzt einfach mal nennen, irgendwie so gelebt wurde. Und wir waren dann nur eine Übernachtung da, aber da habe ich auch so ein Buch gelesen, das die irgendwie über ihre Ankunft da am Lago Chanquihue halt geschrieben haben. Also die Vorfahren irgendwie so familiengeschichtemäßig. Also das war so nachhaltig sehr einprägsam irgendwie diese Erfahrung, was eben, ich glaube, das kam auch jetzt von diesem Vortrag vor, dieses Betonen von der eigenen Not, von dem Aufbauen, ja, von dieser Kolonie. Und das war da eben auch ganz doll in diesem Buch. Und mich würde irgendwie interessieren, ob es auch so zu diesen deutschen Communities irgendwie so Verbindungen gab, die die Kolonia so gepflegt hat, ob man da irgendwie was weiß oder so. Ja, Genau. also erstmal muss man ja also trennen. Eigentlich hat die Colonia Dignidad mit die nennen sich ja auch Kolonie, die Deutschen, die im Süden leben, in Temuco, die nannten sich auch Kolonie. Aber die haben mit denen eigentlich nichts zu tun. Das sind ja Leute, die im 19. Ja. Jahrhundert dahin gekommen sind. Tatsächlich gab es relativ wenige Verbindungslinien zwischen den Deutsch-Chilenen, die seit Generationen in Chile leben, und der Colonia Dignidad. Mit Ausnahme einiger weniger Leute, die ich vorhin benannt habe, Horst Pornmann zum Beispiel, oder den Namen schon wieder vergessen, diesen Stahlmagnaten.
In den 70er Jahren gab es, soweit ich, wenn ich das richtig sehe, eigentlich in die deutschsprachigen oder deutschstämmigen Communities im Süden keine Kontakte. In den 80ern allerdings schon. Da fing das an, und zwar hauptsächlich von rechtsgerichteten Deutsch-Chilenen, die dann Kontakte aufgenommen haben. Und ich vermute, dass Horst Pollmann da so eine Art Vorkämpfer war. Und der dann die Kontakte geknüpft hat, und dann entstand das. Also ich weiß es konkret von Familien aus Temuco, die in den 80er Jahren Kontakt in die Colonia Dignidad aufgebaut haben und dann ab den späten 80ern auch dahin gefahren sind und die besucht haben. Aber das war spät, relativ spät. Bis in die 70er Jahre hinein eher nicht. Also eigentlich waren das zwei getrennte Communities. Okay, danke. Ich will noch ein Thema für den Chile in der Öffentlichkeit irgendwie eine Rolle spielen, also ob da das auch wahrgenommen wird, was Sie da auch vor Ort für Arbeit leisten oder ob es. Kommt darauf an, mit wem man spricht. Und als wir jetzt das letzte Mal da waren, hat es diese Margarita Romero geschafft, dass es gibt so einen Gedenkstättenverband. Und der wird sehr stark von ihr dominiert. Und die hat eine Erklärung geschrieben, bevor wir ankamen. Und zu unserer Gruppe gehört Evelyn zum Beispiel auch dazu. Oder Jan Steele, der eine große Doktorarbeit geschrieben hat. Und auch etliche Chilenen. Also wir sind eine ganz gemischte Gruppe. Und Margarita Romero hat eine Erklärung geschrieben, dass wir der verlängerte Arm der deutschen Regierung sind und die Interessen der Bundesregierung vertreten, die gegen die Interessen der chilenischen Folter- und Mordopfer gerichtet seien, und dass man unsere Anwesenheit in Chile ablehnt. Und dann hat sie diese Erklärung dem Gedenkstättenverband zur Erklärung vorgelegt, also zur Abstimmung vorgelegt, und hat die Leute unter Druck gesetzt. Und wir haben mit dem Chef der Gedenkstätte im Estadio Nacional gesprochen. Der ist der Präsident dieser Requisitios de Memoria, heißt das. Und der sagte zu uns: Ja, ich finde das super, was ihr macht, aber Margarita hat gesagt, ich muss diese Erklärung unterschreiben. Und wenn ich das nicht unterschreibe, dann werde ich nicht wieder zum Präsidenten gewählt. Nächstes Jahr in den Wahlen. Und deswegen habe ich es unterschrieben, aber eigentlich finde ich es blöd. Und ja, und da steht, also da wird das Totschlagargument gefahren. Wir seien deutsche Imperialisten, die den Chilenen aufoktroyieren wollen, deutsche Konzepte aufoktroyieren wollen. Und wir seien sozusagen die fünfte Kolonne der Kolonos von Paul Schäfers, was also wirklich kompletter Humbug ist. Und wer Jan Steele kennt, der arbeitet seit den 80er Jahren im FDCL in Berlin, und ist ein Aktivist, der immer auf der Seite der Folteropfer gestanden hat. Ein linker Aktivist. Und also den als fünfte Kolonne von Paul Schäfer zu bezeichnen. Ja, aber so wird da agiert. Und das Problem ist, dass diese Frau halt Zugang zur Regierung hat, und auch dieser Subsekretario erzählt uns, also abgesehen davon, dass er die Zivilgesellschaft blöd findet, was merkwürdig ist für jemanden aus einer eher linken Regierung. Also wenn es nach ihm ginge, würde man schon eine Gedenkstätte dort errichten, aber Margarita Romero will das ja nicht, und da kann man sich nicht widersetzen. Ich will jetzt hier auch nicht Margarita Romero-Bashing betreiben, aber es hört sich jetzt wahrscheinlich so an. Aber das ist einfach, da wird Desinformation betrieben, und da versucht eine partikulare Interessen durchzusetzen und weiß, wie man auf dieser Klaviatur spielt. Und das, was mir in den Gesprächen, gerade auch mit diesem Subsekretariat und mit anderen Regierungsvertretern deutlich geworden ist, und deswegen muss ich das so bekennen: Ich bin seitdem kein großer Freund mehr der aktuellen Regierung. Man guckt mit Verachtung auf die Bauern im Süden. Und ich fand das, ich weiß nicht, Salonsozialisten, so würde ich diese Leute bezeichnen. Keinerlei Verständnis für die prekäre Lage von armen Menschen in dieser Region. Und die leben in ihrer Blase in Santiago,
im relativen Wohlstand, bezeichnen sich als Linke und machen aber eine völlig andere Politik. Das ist also meine Wahrnehmung. Jetzt nur bezogen auf diesen Punkt, ne? Alles andere, da will ich mich gar nicht, da habe ich viel zu wenig Ahnung von. Will ich mir kein Urteil erlauben. Aber auf diese Gedenkstättenarbeit bezogen, kann man das, glaube ich, so sagen. Und das ist extrem enttäuschend, weil es ist eine Regierung, die ja auch aus dem Widerstand gegen Pinochet ja hervorgegangen ist und sich auf die Fahnen geschrieben hat. Es gibt diesen großen Plan, den wusst ihr da. Ja, aber konkret gemacht wird offensichtlich total wenig. Das ist enttäuschend. Und von einem Larrain habe ich nichts anderes erwartet. Aber von den Leuten habe ich mehr erwartet. Ja, gerade die Familiäre ist so richtig sauer auf mich. Deswegen. Weil er hat gesagt, ich mache diese Projekte sehr bewusst gerade. Ja. Bis jetzt gar nicht. Und was ist jetzt mit den Interviews? Es gibt, ich habe ein paar Interviews. Die FU gemacht hat, Ja. die gibt es und eigentlich sollten die ja der Grundstock sein für die Ausstellung, die wir dort machen wollten. Aber wenn es keine Ausstellung gibt, wird man die auch nicht verwenden können. Die gibt es natürlich, die sind aufbereitet und ich weiß jetzt nicht, was die Kollegen in Berlin vorhaben. Soweit ich weiß, soll ja auch eine Website entstehen, wo die dann abrufbar sind und vielleicht auch schon sind. Ich glaube nicht. Soll passieren. Das sind Leute, die auch schon, also da hängen welche mit drin an der FU, die auch schon viele Interviews mit ehemaligen Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern gemacht haben. Und daher kenne ich die seit über 20 Jahren. Und zur Zwangsarbeit gibt es schon ein Webportal, didaktisch aufbereitete Interviews, die man abrufen kann. Und eigentlich ist geplant, das auch dafür zu machen. Und das ist eine großartige Sammlung von Interviews, die wir gemacht haben. Tolles, tolles Quellenmaterial, aber überhaupt, also für jemanden, also ich bin ja KZ-Historiker und bin es gewöhnt, Ausstellungen aus ganz wenig Material zu machen, weil es nur so wenig gibt. Und da, es ist unglaublich, was da an Material vorliegt. Allein diese ganzen Tondokumente von den Herrenabenden, die Videos, die angefertigt wurden, tausende von Fotos, aber auch dreidimensionale Objekte. Also da. Jeder, der eine Ausstellung machen möchte, der kriegt leuchtende Augen. Jetzt mal abgesehen vom Thema, das ist nicht so toll. Aber so, also aus museologischer Sicht ist das, kann man da großartige Sachen machen. Und schade, wenn, und da ist schon viel verscherbelt worden. Also auch aus der Kolonia werden, einige haben sich die Sachen nach Hause geschafft und es gibt eine ganze Sammlung von Filmen, die Schäfer hat anfertigen lassen und die wurden verkauft an einen deutsch-chilenischen Filmemacher. Da ist diese Netflix-Serie raus entstanden. Und eigentlich war der Deal, dass die danach an ein staatliches Archiv gegeben werden. Aber der Filmemacher hat sie behalten. Und die sind jetzt de facto privatisiert. Und da ist schon sehr viel privatisiert worden. Kann man machen, oder wo könnte man erfahren, ob es eine private Initiative Sobald wir da weitergekommen sind. Also sind erste Gedanken. Und also das ist unsere Gruppe hier sozusagen, also eigentlich hauptsächlich vier Leute in Deutschland, nämlich Elke Iglewski, Jan Stehle, Evelyn Nevia und ich. Und jetzt müssen wir in Chile Bündnispartnerinnen finden. Die Agrupaciones sind mit Sicherheit sofort dabei, weil die, wie gesagt, die sind sehr enttäuscht. Außer Margarita Romero. Und dann heißt es, Geld zu sammeln. Also das kostet ja auch einiges. Aber ich war letztes Jahr mit Ramelow in Chile und da war eine große Wirtschaftsdelegation mit dabei. Und die sind danach zu mir gekommen und haben gesagt, sie wären bereit, Geld zu sammeln in der Thüringer Wirtschaft, damit da was gebaut werden kann. Und also wenn wir jetzt ein bisschen weiter sind, würde ich da wieder hingehen und sagen, hallo, Sie haben ja doch gesagt. So, wobei wir andererseits im Augenblick für andere Sachen bei der Wirtschaft Geld einsammeln, nämlich für Weltoffnis Thüringen. Das ist ja noch so eine kleine Front, an der wir im Augenblick arbeiten, die nicht so klein ist. Tja, dann bin ich froh, dass wir da einen Beitrag leiten. Ganz genau. Nochmal dem Institutsrat beschlossen, uns auch aktiv Sehr gut. einzubringen.
Vielen, vielen Dank. Ich danke für die Einladung.